höre nichts. Ah, jetzt höre ich was. Sehr schön. So. Wer hat das letzte Mal Recap gemacht und wer möchte diesmal tun? Ich glaube, das letzte Mal war ich das, oder? Ja, dann bist du für dieses Mal raus. Das letzte Mal war ich das tatsächlich. Freiwilliger oder soll ich würfeln? Ich versuch's mal. Okay. Nach einer halbwegs erholsamen Rast innerhalb kürzester Zeit im Tempel des Wasserkultes haben wir uns aufgemacht, einen weiteren der Elementarkulte aufzuhalten. Wir hatten die Wahl zwischen dem Feuer- und dem Erdkult, haben uns entschieden, den Feuerkult aufzuhalten und dabei das Risiko in Kauf genommen, dass der Erdkult die Beschwörung seines Fürsten der Apokalypse würde durchführen können. Dabei haben wir noch eine Liste angefertigt mit potenzieller Ausrüstung, die wir von unseren Verbündeten vielleicht noch für den finalen Kampf gegen den Erdkult zur Verfügung gestellt bekommen würden. In diesem Verbindungstempel haben wir versucht, jenen Ort zu finden, an dem sich der Feuerkult aufhält, sind dabei auch über drei, Gefangene der jeweiligen Kulte gestolpert, die wir befragt haben. Einer hatte versucht, Sullivan dazu zu treiben, ihn zu töten. Aus purer Hass und purer Mordlust heraus, wurde jedoch gerade noch rechtzeitig von Wölkchen an seinen wahren Charakter erinnert. So wurden sie den Hafnern übergeben und wir haben uns durch diesen Tempel gekämpft, bis wir schließlich den Ort gefunden haben, an dem sich der Feuerkult für die Beschwörung ihres Fürsten versammelt zu haben schien. Über eine Plattform, die noch weiter tiefer ins Erdreich führte, sind wir nun an einen Ort gelandet, völlig von Magma von Lava umzingelt, Kultisten des Feuers um uns herum und abgeschnitten vom Land. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Nee, das ist soweit relativ alles, was passiert ist. Ich glaube, ihr hattet euch noch um die... Genau, das mit den Gefangenen hattest du gesagt, ne? Ja. Ja, okay. Ja, ich bin vielleicht ein bisschen geistig abwesend. Alles in Ordnung. Als ihr diese Plattform nach unten fahrt, in Erwartung halt euch dem Feuerkult und dem Feuerpropheten zu stellen, fahrt ihr hinunter. Ihr seht so Trittscheine, die knapp unter der Lavaoberfläche sind. Und ihr könnt schon sehen, dass ihr von verschiedenen Kultisten beobachtet werdet und erwartet. Und deswegen werden wir in einer Turnorder starten. Es ist warm, es ist sehr warm. Und der Boden ist glatt. Oh ja. Du bleibst deiner Linie treu. Sind alle drinne? 3, 4, 5, jawohl. Dann dürfte Mitroxis anfangen. Ja, Mitroxis. Sieht die Feuerkultisten. Über die Trittsteine kommt man vermutlich nicht drüber. Du kannst über die Trittsteine rüber, aber die sind komplett von Lava überzogen. Mhm. Das heißt, ich würde vermutlich mir die Füße verbrennen bei dem Versuch. Du würdest wahrscheinlich damit rechnen müssen, Feuerschaden zu nehmen, ja. Mhm. Also ich gebe mir nochmal die Beschreibung des Raumes, wenn ihr wollt. Die natürliche Wände des Schachts weiten sich im unteren Bereich. Der blubbernde See aus Lava, der den Großteil des Bodens einnimmt, strahlt Hitze und Licht aus. Lava fließt durch einen Ausgang nach Nordosten, steinerne Gänge öffnen sich nach Nordwesten, Westen und Süden. Ja.
alles sehr praktisch. Auch nicht. Shiva hatte schon öfters Angst vor dem Feuer bekundet, richtig? Ja. Okay, dann würde ich gerne als Bonusaktion einen Zauber wirken wollen. Auf Shiva. Mhm. Die einfach mal geliebt ist. Was? Dann halt nicht. Die hat so viel Angst vor Feuer, dass sie einfach sagt, ich gehe. Was für einen Zauber würdest du denn wirken wollen? Ich würde tatsächlich einen Sanctuary auf sie casten wollen. Okay. Okay, dann mach dir mal eben bitte... Nee, das ist ja keine Konzentration, das ist ja einfach. Genau. Ich vergesse immer, dass das keine Konzentration ist. Dann ist sie gesanctuaried. Das müssen wir uns mal eben einmal... Was können wir denn da für ein schönes Symbol nehmen? Packe die Engelsflügel rein. Ja, das klingt gut, ja. Ja, das ist eine schöne Idee. Was machst du mit deiner Aktion? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe leider nicht so viel, was auf der Entfernung irgendwie helfen kann. Kann höchstens Feuer werfen, aber ich glaube, das ist eine eher semi-gute Idee. So, ich habe, Entschuldigung, welche Geräusche, ich habe eben kurz mein Licht ausgemacht. Sehen alle so gefährlich aus. Ich glaube, ich würde tatsächlich als Aktion nichts weiter tun. Okay, du willst als Aktion nichts weiter tun. Dann darf meine Wenigkeit was tun. Ich muss nur einmal ganz kurz was in meiner Kamera einstellen, wegen dem Licht. Es tut mir ja, eben kurz leid, dass ihr eben kurz warten müsst. Der Terminator ist dran. Der Terminator ist dran. Ich muss nämlich einmal nur ganz kurz, hier ist nämlich gerade aufgefallen, dass ich bin total geblendet worden und deswegen musste ich kurz mein Licht ein bisschen einstellen. Aber dadurch, dass wir ja sowieso noch auf Shiva warten müssen, eventuell. Ja, ich guck mal eben, was der jetzt hier kann. Da oben ist der dran, da ist der. Was kann der denn so Schönes? Wahrscheinlich am besten für ganz schnell, ganz, ganz schnell verziehen. Mhm. Der fängt an zu zaubern. Entschuldigung, welcher? Hm? Welcher? Der obere. Ich habe nicht verstanden, welcher Zauber. Der. Ja, davor. Okay, dann. Ja, du kannst noch, das war noch in der Zeit. Ja, ich überlege. Ja, nee, ist okay. Gut, dann macht ihr mir alle einen Dexterity Saving Throw. Feuerball aus. Ja, in eurer Mitte explodiert ein Feuerball. Der DC ist 14, für die, die es interessiert. Oh, wow. Mensch, Wolf, wie kommst du perfekt wieder? Du kommst wieder, Feuerwehr explodiert. Ja, ich bin wieder da. Internet spackt gerade ein bisschen rum. Du darfst einen Geschicklichkeitsrettungswurf machen. Ja. In eurer Mitte explodiert ein Feuerball. Oh. Was? So, Info, wir, Amelia und Salomon haben beide nicht gecountert. Okay. So, die, die nicht geschafft haben, ist 14 ist der Wurf. Neben 30 Feuerschaden, der Rest nimmt nur 15. Ich würde gerne meine Reaktion nutzen für ein Absorb Elements in der Fire Resistance. Das habe ich mir schon fast gedacht, dass du deswegen nicht gecountert hast. Ja, ich möchte ein bisschen meine Slots sparen, ne? Wir haben ja noch sehr viel vor uns. Davon die Hälfte sind 7, oder? Oh Gott, jetzt wackelt wieder World 20 bei mir rum. Oh, wie gestern. Ja, von 15 die Hälfte wäre 7. Mhm. Warum habe ich Flügel? Weil auf dich Sanctuary gecastet worden ist. Okay. Du darfst jetzt... Sanctuary bleibt halt so lange bestehen, bis du eine Fähigkeit nutzt, die Schaden verursacht, also die jemanden schadet. Ah, okay. Und solange du das nicht tust, zum Beispiel wenn du dich entscheidest, zum Beispiel Leute zu heilen oder was auch immer tust, müssen Gegner, wenn sie einen Attack-Roll gegen dich werfen müssen, erst einen Wisdom-Save machen,
ob sie dich überhaupt angreifen dürfen oder nicht. Ah, okay, stimmt. Das war nice. Mhm. Für dich in Heilungsposition ist das echt gut, dass du jetzt gesanctuated bist. Yep. Das war aber seine Aktion, dann ist Sullivan nämlich dran. Ach ja, und genau, falls ihr euch noch drin erinnert, hier bei dem Typen, also nicht bei dem, also geradeaus bei dem Typen hier, da hast du eine Platte gesehen, die man drücken konnte. Das war nämlich, wollte ich mich gerade fragen, aber das war in dem Gang, richtig? Ja, ja, genau. Also du würdest mit Dash würdest du dort hinkommen? Ja, in dem Gang halt, ne? Also, wenn du da unten stehst, also sagen wir mal so, du stehst hier, ne? Du kannst das Feld nebenan deiner Hand so hinhalten und kannst draufdrücken, das ist okay. Ja, ein Dash dahin und würde versuchen wohl diese Platte zu drücken. Kannst du machen, die geht rein. Ups. Die Säulen, die Trittsäulen fahren hoch. Und kommen aus der Lava raus. So, dann, wenn ich dürfte, würde ich gerne meine Bonusaktion benutzen. Ja. Ich weiß nicht, was dagegen spricht. Achso, ich wollte gerade sagen, ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Fina. Dann hier noch einmal essen. Ja. Diese Trittsteine sind jetzt nicht mehr unter der Lava. Mhm. Ich würde auf den dort unten schießen wollen. Ja. Dann schießen sie. Eins. Oh ja, das ist definitiv ein Treffer. Der tut auch ordentlich weh. Und zwei. Da muss ich mal eben ganz kurz gucken. Tatsächlich hat der eine Möglichkeit darauf zu reagieren. Nee, hat er tatsächlich nicht. Das ist ein Treffer. Das tat den ganz schön weh, wie du siehst. Ja. Das war's? Ich würde gerne eine Bonusaktion nutzen für Second Wind. Mhm. Um die Brandschmerzen ein bisschen wegzuatmen. Mhm. Und das war's. Okay, dann ist der Typ da, der bei Sullivan jetzt vorsteht. Und der macht natürlich nur eins. Er hat einen Gegner, den er hauen darf. Mhm. Er versucht, dich mit seinem Speer zu hauen. Deine Rüstungsklasse ist so viel, das heißt, er schlägt dreimal ins Leere. Shiva! Ja. Ich mache das, was ich am besten kann. Mhm. Ich lege meine Hand auf die Schulter von meiner Tochter. Ja. Weil ich weiß, dass mein Kind vorne ist. Na komm. 16. Ja. 16 Leben für Amelia. Und ich würde dann. Welcher Fireball? Welcher Fireball? Und ich würde anfangen, wenn ich die Möglichkeit habe, von dem Pferd langsam runterzusteigen. Ja, das kannst du machen. Okay, das war's. Mhm. Amelia. Ja, die Dinger sind jetzt auch davon ausgefahren. Das heißt, mein Job hier allen Fliegen zu geben, sehe ich jetzt eher so an, als dass ich mir mal nur Fliegen gebe. Ich caste Quick and Fly auf mich selbst. Ja. Und mache mir ein paar Symbole dafür rein. Nehmen wir mal diesen schönen Flügel. Uhr. Was ist er denn? Da. Flügel. Ich kriege 60 plus Flying Speed. Und er würde dann abheben und würde dann hier diesen netten Mann da unten oder Frau Hallo sagen. Ja. Und sie kriegt dann eine Booming Blade mit einem Leitzack ins Gesicht. Ja.
tatsächlich anklicken. One-handed. Das alles. Das alles, das sind 18, 21, 21. 21. Ja. Und sie blitzt. Ja. Und das war mein Zug. Dann ist sie dran. Joa, sie fängt an zu zaubern. Wo guckt sie denn hin, wenn ich fragen darf, eben bevor du das jetzt verrechnest? Auf mich, das ist okay. Gut. Dann machst du mir einen Geschicklichkeitsrettungswurf. Mhm. Weil sie einfach im Burning Hands castet auf dritten Level. Kann sie. Kriegst du nur halben Schaden. Das wären dann, also insgesamt sind es 19, das darfst du halbieren. Moment, ich muss gucken. Ich habe bis zum nächsten Zug immer noch Fire Resistance, also ich kriege nur ein Viertel des Schadens. Achso, ist das auch wenn das geht dran die ganze warst? Runde. Achso, ist die ganze Runde, nicht bis zu. Achso, nee, bis zum nächsten Zug. Ich habe vergessen, dass ich gerade dran war. Ja, deswegen. Aber ich habe eine Reaktion. Aber ich krieg nur halben Schaden, okay. Okay. Wie war das? 19 insgesamt, also das darfst du halbieren. Was ist? Ja. Ach, das darf ich halbieren. Das darfst du halbieren, ja. Genau, weil du den Rettungswurf geschafft hast. Dann kriege ich nochmal so viel. Schön. Soll ich mal kurz was nachlesen, ob mich das gerade interessiert? Ich muss mal kurz das Kind wieder. Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz wieder ein bisschen rummeckern. Das war's? Von mir. So, das war's von mir. Ich mache den Rettungswurf, hab ihn geschafft. Also kurz Flashcheck. Ja, mitguckt es. Ja, ich glaube, ich kann nicht viel machen. Wie viel Movement kostet es, mich über die Säulen zu kommen? Ganz normal, oder? Ja, du kannst halt springen und das kannst du ganz normal dein Movement für nutzen. Also das ist ja... Würde ich gerne über die Säulen springend dashen hier an den Kerl. Okay, Moment. Du springst auf die erste Säule. Okay. Du nimmst 2 Feuerschaden, weil die verdammt scheißen heiß ist. Also ein. Ja. Die sind noch glühend heiß. Die sind gerade frisch aus der Lava gekommen. Okay. Wie viel Feuerschaden kriege ich insgesamt? Also du kriegst für jede Plattform 1W6. 1, 2, da musst du auch da oben, weil du hast einen Standsprung nur. Das heißt, aus dem Stand kannst du nur, ich glaube, nur dein Stärke-Modifikator weit springen, ne? Also ich muss wie weit kommt ich würde ich denn dashen kommen, mal anders gefragt. Mit dem Dashen 60 Fuß, ne? Das heißt, du kannst halt rüber, aber ich überlege gerade aus dem Stand. Das ist eben das, weswegen ich gefragt habe, wie viel Movement es mich kosten würde, dort rüber zu kommen. Nein, ich meine nur, der Punkt ist, du hast eine das Movement ist von mir aus vollkommen normal. Also du kannst dein ganzes Movement dafür nutzen. Strange Score, wenn du 10 Fuß laufen kannst, bevor du jumps. Mhm. Und Standing ist die Hälfte. Das heißt, du kannst halt 5 Fuß weit springen aus dem Stand. Ja. Das heißt, das kostet dich 5 Fuß. Also hier kannst du mit Anlauf rüber und dann musst du von hier dahin 5. 5, ja. Ja, das ist ja halb auf dem Feld. Also du musst halt wirklich über jedes von diesen Steinen rüber, um darüber zu kommen mit deinem 5 Fuß. Ja, das reicht mit den 5 Fuß. Ja, deswegen. Also du musst wirklich jeden mitnehmen. Dann wird es allerdings nicht mit 60 Fuß reichen. Nee, genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sind dann 10, 20, 30, 40, 50. Doch, das würde passen. Dann wirst du genau drüben. Also ich bin bei 65. Bei 65? Ja. 5? Ach, ich habe den hier vorne nicht mitgezählt. Ja, entschuldige. Das heißt, ich würde ja dann nicht rüberkommen. Deswegen habe ich vorhin gefragt. Nee, dann. Genau. Rüberkommen. Ja. Ja, du müsstest hinten auf dem letzten stehen bleiben und dann im nächsten Zug rüber. Ja, okay, komm. Gut, das sind einen hast du schon genommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann kriegst du nochmal 8D6. Mhm. Dann sind das insgesamt nochmal 28 Feuerschaden. Also 14. Ja. Dann ist der Typ da oben dran. Dann ist Hestal dran. Entschuldige, Hestal, ja. Hestal bleibt bei Shiva und nimmt die Dodge-Action. Okay.
Dann ist der Typ da oben dran. Ja, der macht einen Zauber. Wo guckt der denn hin? Jetzt guckt jetzt nicht zielgerichtet. Also er guckt schon die ganze Zeit zu euch, weil er natürlich den Kampf beobachtet. Du kannst aber jetzt nicht ausmachen, dass du irgendwie bestimmtes Ziel jetzt nicht zwangsläufig fokussiert. Ah, du kannst ihn gerade so nämlich sehen, genau. Oh, der hat gerade ordentlich Schaden gemacht. Ja, komm, fuck it, ich counterspell das. Okay, dann counterspellst du das. Und dann bist du auch dran. Beziehungsweise er würde sich noch hierhin ein bisschen zurückziehen. So, ich kann da wahrscheinlich nicht durch ihn durch. Nee, natürlich nicht. Also er lässt sich nicht durch. Ja, also muss ich ihn verdreschen. Wo hab ich's? Da hab ich's. Zack, einmal. Ja, das ist ein Treffer. Das dachte ich mir fast schon. Das ist aber ohne den Radiant, ne? Ja, dann mach ich's jetzt. Ja, wenn denn, ja. Ja, wie gesagt. Radiant drauf. Jetzt ist es mit, okay. 7, nochmal 16, ja. Und dann haut mein Wächter da noch drauf. Warte mal ganz kurz. Der Penner hat ein bisschen sehr viel Leben, muss ich sagen. Wir sind ja auch nicht mehr am Anfang, ne? Ja, ich meine, der versperrt ziemlich ungünstig den Weg. Weil er wirklich genau im, weil er wirklich genau im Gang steht. So. Ich glaube, das ist ja mal eine Taktik. So. Nee, das ist schon. Ganz kurz. Der war. Könnte der letzte Wächter, den muss ich noch eintragen. Den Wächter habe ich noch nicht geworfen. Achso, ja, entschuldige. Ich dachte gerade. Das trifft auch. Aber der macht ja nicht so viel gerade. Das war's? Leider ja. Fina. Ja. Da unten wird gekämpft, dort vorne wird gekämpft. Ich würde ganz gerne eine Ready-Action halten. Sollte derjenige, der den Feuerball gecastet hat, wieder in mein Sichtfeld laufen, würde ich drauf schießen wollen. Ja. Was soll denn der Scheiß, Timo? Du bist gemutet, wenn du was sagst. Ja, sowieso Scheiß. Da kommt einer angerannt. Oh, das würde einer treffen. Ich kann es gerade nicht verhindern. Ja, alles gut. Ich bleibe dabei, einfach aus Prinzip, dass ich diese 5 Sekunden warte. Musst du aber bitte sagen, wenn er krittet, ne? Ja, ja. Weil er es nicht tut. Ja, alles gut. Ach, hier hattest du so eine Rüstung. Okay, danke. Genau. Ich glaube, wir müssen uns mal so ein Symbol für die Adamantit-Rüstung einfallen lassen, damit ich das einfach sehen kann am Token. Das wäre, glaube ich, eine Idee, oder? Da muss man gucken, welches man da nimmt. Ja, mach doch jetzt erstmal sonst blau rein oder so. Erstmal nur einen Punkt oder so, damit ich das weiß. Du bekommst 11 Piercing-Damage. Ja. Und 3 Fire-Damage. Ja. Yeah. Der andere kann leider nicht angreifen, weil er 5 Fuß entfernt von dir stand. Soweit. Er musste leider um 5 Fuß musste er dashen. Shiva. Ja. Ich glaube, Shiva hätte angefangen, über diese Dinger zu gehen. Ja. Also den ersten Betritt merkst du sofort, dass das heiß ist und du nimmst Feuer. Also du betrittst das Ding und nimmst erstmal 3 Feuerschaden. Yes. So, das sind schon mal 10 Fuß-Movement, die du los bist. Yes. Warte mal, 15, dann nimmst du nochmal einen Feuerschaden. Also ja. 20. Warte, minus 3 immer. Wie ist minus 3? Nein, ich würfel neu. Wenn du auf den trittst, nimmst du 1 Feuerschaden auf dem zweiten. Okay.
So, ich zähle das Movement eben mit. Du bist jetzt 15 Fuß gegangen. Da bist du 20 Fuß gegangen, dann nimmst du 4 Feuerschaden. So, 25 und dann kannst du noch einen weiterspringen. Ich habe für die beiden den Feuerschaden jetzt zusammengewürfelt, das sind nochmal 7. Oh. So. Nochmal. Das war dein normales Movement. Kann ich auch von dem Stein nach dem Stein springen? Du kannst ohne Anlauf 5 Fuß weit springen. Also nein. Okay, und da kann ich nicht drauf. Da ist Mick Trocknis gerade. Gut. Also du kannst rauf, aber dann würdest du ihn runterschubsen. Ja, tut ihm weniger wie als ihr, ne? Ja, komm. Ich gehe. Du dashst. 1, 2, 3 Steine noch. Ja, dann sind das schon mal die 3. Dann sind das nochmal 9 Feuerschaden insgesamt. Mhm. Dann war es dein Zug. Aber. Ja, du möchtest noch eine Inspiration verteilen? Inspiration an Sullivan. Okay, Sullivan ist inspiriert. Du brauchst da jetzt gar nicht so unbedingt rausfinden. Ich habe das jetzt fest. Wir hatten das jetzt festgelegt. Ein Stein ist jeweils. Ne, es geht nur über den Weg. Ich kann 7 Fuß weit springen. Du kannst 7 Fuß weit springen. Wieso kannst du 7 Fuß? Weil Fighter ist. Weil ich 15 Stärke habe. Ah. Timo, ich kann 9 Fuß weit springen. Ist ja gut. Ich kann 6 Fuß weit springen. Ja, 6 Fuß. Ja, mein Gott, die 6 Fuß, die sind halt 5. Ja, so Fuß alles ungefähr gut auseinander. Okay, die 7 Fuß, dann schaffst du das tatsächlich da oben. Ah, okay. Ja, gut. Deswegen hatte ich ja so nachgemeldet. Shiva hätte ja auch 6 Fuß weit springen können, aber das passt nicht, weil die sind ja nur, die sind so 7 Fuß weit auseinander. Ist okay. Nein, dann kannst du das tatsächlich hinkriegen. Ich dachte gerade nur, alles gut. Amelia. Bonk. Bonken sie mal. Bei dem Schadensoutput, den du hast, brauchst du nur zu treffen, der ist tot. Okay, dann würde ich jetzt erstmal in den Gang reingucken. Jawohl, ich decke den Gang auf. Ich mache einfach mal so. Okay, der fällt auch noch, das wäre das, was ich wissen wollte. Ja, bis nach hier, dann bin ich bei 40 Fuß. Jawohl. Ich decke ihn dir auf. Es ist halt relativ offensichtlich, was passiert. Und dann fliege ich nach hier und dort beende ich auch meinen Zug. Ja, dann kannst du, mach mal deine Sichtweite hoch. Ich glaube, dann kannst du schon was sehen, was dich nicht freuen wird. Hm. Oh, ich hab 60 Fuß noch, einen Moment. Ja, dann siehst du was, was dich nicht freuen wird. Oh no. Oh, sexy. Oh, ich hab keinen Bock jetzt schon zu holen. Den würfel ich jetzt mal dazu. Der hat nämlich geschlafen. Du siehst, dass der auch gerade geweckt wird. Natürlich ist der hoch dabei. Ich mach mal eben. Zack. Ich schau mal eben, was der für eine Dex hat. Ah, der hat minus 1. Also ist der Flamebuff wirklich vorher dran. Entschuldigung, kann ich eine Kleinigkeit noch machen, weil ich habe den ja jetzt erst gesehen am Ende meines Zugs, ich schon gedacht, ich beende meinen Zug. Hätte ich mich tatsächlich doch noch was gemacht, weil ich kann noch einen Zauber casten, wenn ich den quicke. Ja, das darfst du. Ich würde dann tatsächlich noch ein Cure Wounds auf mich casten. Mhm. Weil jetzt sehe ich einen Fire Giant, beziehungsweise ich sehe ein riesengroßes Vieh vor mir stehen. Ja. Ich glaube, ich mache das mal auf 4. Level. Natürlich. Kannst du das machen. Und dann natürlich nicht gecastet. Wunderbar, Moment. Er hat einfach nur den Text gepostet. Wo haben wir denn hier Q-Wounds? Mikrofon kann ja schon mal weitermachen, während du das tust. Ja, Mikrofon, das kann schon weitermachen, immer das dabei. Du kannst da schon du kannst da rüberspringen, ne? Ich habe vermutlich auch nicht gehört, wie der Kerl den Riesen angebrüllt hat. Hey, wach auf, du Arsch, oder sowas in der Art. Nee. Das hast du nicht mitgekriegt. Also ich habe gesagt, der wird gerade geweckt. Also er pennt noch. Amelia sieht halt nur, dass der Typ halt auf den zurennt. Also der ist noch für euch. Amelia, du siehst, der liegt noch, der schläft noch. Dann hätte ich eine andere Frage. Mhm. Wenn ich auf den Kerl hier. Moment, ich zeig nochmal mit dem Pfeil auf ihn. Ja, ja.
einen Lightning Lure caste und Lightning Lure es schafft, dann wird er ja zu mir hergezogen. Dann wird er in die Lava gezogen, ja. Wird er in die Lava gezogen, okay. Ach komm, ich versuch's. Würde gerne einen Zauber auf den Kerl wirken. Ja. Falls er mich aufhalten möchte. Nee, nee. Das können die nicht. Du. Das ist bedauerlich für ihn, hoffe ich. Dann dürfen sie mir mal einen Rettungswurf gegen Lightning Lure geben. Einen Rettungswurf gegen Lightning Lure? Der eine. Ja. Er macht einen Rettungswurf. Das ist ein Strange Saving Throw, den er nicht schafft. Er landet in der Lava. Und er bekommt 17 Lightning Damage. Ja, die 17 Lightning Damage nimmt er. Mhm. Ich rate, das Feuer juckt ihn gar nicht. Das interessiert ihn nicht. Du siehst, er schwimmt da drin so rum, als ob das Wasser wäre. Ja, aber er ist schon ein bisschen tiefer dort, oder? Er schwimmt. Mhm. Also er schwimmt wirklich, er hat jetzt Schwimmbewegung, er schwimmt in der Lava. Ja, ja, aber es ist trotzdem etwas tiefer. Das heißt, er kommt da nicht einfach so wieder raus. Ja, er kann an den anderen Dingern hochklettern, aber das kostet ihn halt auch Movement und alles, ne? Also, du hast ihn schon ein bisschen disabled die nächste Runde. Gut, mehr wollte ich auch nicht tatsächlich. Weil dann würde ich hier nämlich hintreten und meine beiden Rapiere ziehen, um Sullivan zur Unterstützung zu eilen. Mhm. Und dann prügeln wir mal auf den Kerl ein. Zweimal. Entschuldigung, dass er da jetzt den... Alles gut. Könnte man ja als beide Angriffe von den beiden Attack-Actions werten. Ja, genau, das kann man so machen. Treffer, 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 kein Treffer. Okay. Also, dann trage ich ein 20, insgesamt 26. Jo. kam vermutlich nicht hier auf das Feld, oder? Ist zu eng, nehme ich mal an. Entschuldige, was möchtest du? Nee, das ist zu eng. Dachte ich mir. Aber okay, dann war das tatsächlich mein Zug. Okay. Der Typ ist dran, rennt hier nach oben und nutzt tatsächlich seine Aktion, um den Riesen wach zu machen. Und brüllt ihn halt an, von wegen, dass die Eindringlinge getötet werden sollen. Und dann ist der fertig. Der Riese steht auf, nutzt sein halbes Movement, um den Prone-Zustand zu lösen. Das heißt, er hat jetzt nur noch 15 Fuß und fängt an, sich hier rüber zu bewegen. Und ab da sollte ich ihn sehen. Ab da siehst du ihn und du siehst, wie er sein riesiges Schwert über seine Schulter sich so mit einer Hand an die Wand stellt und einfach abwartet. Du bist dran. Wie hoch ist die Wand? Also wie hoch ist die Decke? Moment, wenn ich das richtig gelesen habe, sind die 4,50 Meter. Das heißt, das bedeutet, ich fünf, könnte über ihn rüber. 15 Fuß, genau. Das werde ich tun. 15 Fuß, warte mal, genau. 4,50 Meter, der ist so 2 Meter. Ja, das ist okay, das kannst du machen. Gut. Dann will ich ihn hoffentlich verhauen. Ja, dann machen wir mit Vorteil. Das. Stimmt, er ist geflankt. Er ist flankiert. So mache ich das einmal so. Okay, gut, das zählt jetzt als Angriff. Genau. Lass mich nachdenken. Ja. Ja, komm, versuche ich. Ja, das trifft. Okay, das trifft, das ist schön. Trifft auch genau. Ah, okay. Dann zweiter Angriff. Hast du deine Bonusaktion wieder fürs Radiant gemacht? Nein, habe ich nicht. Gut, warte, ich muss irgendwann. Dann sind das 14, ja, okay. Also, ja. Aber der Necrotic kommt immer drauf, ne? Ja, der Necrotic, ja. Es ging mir gerade explizit um den Radiant. Ja. Ja, der trifft. So, dann haut mein Wächter zu. Jawohl, auch das ist ein Treffer. Und dann würde ich jetzt Bonusaktion gerne Heiltrank trinken. Ja, das darfst du tun. Dann ist Fina dran. Ja. Ich würde gerne auf den erschießen wollen. Ja. Und. Eins. Das ist ein Treffer. Zwei. Das ist auch ein Treffer. Und das, obwohl er Half-Cover hat.
wird hier ignoriert durch Sharpshooter. Ja. Du hast irgendwie ignoriert. Ich weiß, aber trotzdem. Es ist halt einfach, der ist halt einfach fucking in der Lava. Okay, das war's? Ja. Das war's und ich trat mir bei die Bolzen permanent aus, die ich auf den da geschossen habe. Okay. Weil die werden sicherlich verbrennen da drinnen. Mhm. Okay, dann schwimmt er hier, nutzt sein Movement, schwimmt hier raus. Zieht sich da ein bisschen raus und ja, versucht halt tatsächlich dann, also der eine versucht erstmal Sullivan wieder zu erwischen. Okay, du würdest getroffen werden. Ich würde gerne reagieren. Ja. Er darf den Wurf nochmal machen, als eine der Runen aktiviert. Ich aktiviere nochmal ein Runic okay. Shield. Damit geht der erste Angriff ins Leere. Der zweite würde treffen. Will ich nicht verhindern. Genau, das wären dann 7 Piercing und 3 Feuerschaden. Damit hast du aber mindestens einen von 2 Angriffen negiert. Der dritte geht ins Leere. Mhm. Und der untere versucht dann nach dir zu schlagen, wie Drogt ist. Ja. Yeah. Das ist nicht so schön. Der erste geht daneben. Die beiden danach kritten. Beide? Beide. Aua. Ja, meine Reaktion ist raus. Ja, du hast halt immer noch Glück, dass du Feuerresistenz hast, ne? Also, du nimmst bei dem ersten Angriff 9 Piercing Damage und 6 Feuer. Also 3 Feuer. Genau. Beim zweiten nimmst du 16 Piercing und 8 Feuer. Also 20 insgesamt. Wie gesagt, die 8 ist halt nicht halbiert, ne? Ja, also 20 insgesamt. Ja. Dann sind die beiden fertig und Shiva ist dran. Shiva macht nochmal Hüpfi, also Hüpf und Hüpf. Ja, dann sind das für dich nochmal 12 Feuerschaden. Autsch. Da hast du das Maximum rausgeholt. Ja. Ich komm nicht weiter. Kann ich Medrock das irgendwie am Arm berühren? Ja, er ist ein Feld von dir entfernt. Das würde ich jetzt zulassen. Okay, weil dann würde ich ihn einmal gerne heilen wollen. Du kannst ihn ja kurz was rüberbrüllen, er hält seinen Arm kurz raus und dann, ne? Genau. Das ist okay. Moment, ich muss nur kurz gib mir einen Arm, ich zieh dich in die Lava. Ja, und ansonsten hätte man es über einen Geschicklichkeitswurf gemacht oder so, aber ich, ach komm, jetzt steht so nah beieinander, dann sind das nochmal 13 Leben, wenn mir gedruckt ist. Genau. Gibt man ihnen den kleinen Finger, wollen sie gleich die ganze Hand. Ja, ich möchte ja dem Heilers ja auch nicht unnötig schwer machen. Und als Bonusaktion würde ich mit Trocknis einfach nur rufen. Seht bitte zu, dass ihr da irgendwie Platz hinkriegt. Das ist echt heiß hier. Ich glaube an euch. Wie viel Heilung waren es? 13. Und eine Bardic Inspiration. Danke. Wölkchen. Ja, gut, ich fliege dann erstmal ein kleines Stückchen weiter und sehe den Typen dann ja deutlich. Ja. Macht er irgendwelche Flaxen, mich anzugreifen? Ich muss mal eben kurz gucken, ob der überhaupt in deiner Reichweite ist. Das hätte ich ja schon beim Vorausfliegen gesehen. Da ja, also du siehst, dass er bereit steht und wartet. Also der scheint auf den Gegner zu warten. Also du stehst jetzt in seiner Reichweite. Das heißt, seine Ready-Action triggert. Okay, ja, das will ich nämlich wissen, weil man sieht ja, ob jemand angreifen will. Ja, das meine ich ja, deswegen habe ich ja gesagt, er steht bereit und wartet. Also, das war die Info, die ihr von mir gekriegt hattet. Ich sage nicht explizit, er bereitet eine Ready-Action vor, sondern ich gebe euch die Info so. Okay, dann würde ich tatsächlich nicht dran fliegen, weil ich sehe ja trotzdem, dass er da steht. Und ich gebe dir jetzt noch die Möglichkeit zu... Ich gebe dir noch die Möglichkeit, eben ein Feld zurückzugehen. Ich gehe sogar nur nach hier dann. Ich weise noch mal immer explizit darauf hin, Ready Actions werde ich nur so erzählen. Ne? Von wegen, er stellt sich bereit hin, wartet oder so, solches. Und da müsst, wenn ihr das missinterpretiert, ist das euer Problem. So. Okay, ich muss noch kurz durchlesen, ganz schnell, Moment. Ja, alles gut. Okay.
Okay. Ich glaube. Schwer, schwer alles. Ja, nee, komm, hier kriegt er uns sowieso schon auf die Fresse. Ich würde mich tatsächlich angreifen lassen. Ich geh ran. Mhm. Ja, alles gut. Ich muss noch mal eben ganz kurz was einstellen. Und nicht wundern, der hat jetzt keinen Schaden genommen. Schade. Ach, schade. Ich dachte schon, ich bin so gefährlich, dass er... Tatsächlich musste ich nur was runter korrigieren, sehe ich gerade bei ihm. Ich hatte davon gedacht, dass er den als letztes macht, deswegen hatte ich hier ein paar Leben auf ein anderes Level angepasst. Und das ist mir gerade aufgefallen und deswegen musste ich mal eben ein paar von seinen Leben runternehmen. Der erste geht daneben, der zweite würde dich treffen. Ja, nehme ich. Okay, du bekommst 29 Slashing Damage. Aua. Aua. Ich muss mal kurz einen Saving Throw machen. Der deppert heftig. Ja, den habe ich geschafft. Okay, ich sehe da. Ich sehe die anderen jetzt wieder. Nee, ganz ehrlich, da will ich eigentlich lieber die da aufhalten. Ich gehe noch ein Stück näher ran. Gehe aber dann auch nach hier. Ja. Und hau den einfach einmal mit meinem Dreizack. Ja. Ich muss mal ganz kurz. Ihr habt schon ein bisschen mehr Schaden gemacht. Du haust ihn nur mit einem Dreizack. Damit triffst du nicht. Das habe ich mir gedacht. Ich benutze meine Bonusaktion und verwandle einen meiner Spots in Sorcery Points. Ja. Und das war's dann. Okay. Mitroktis. Mitroktis würde gerne als Bonusaktion eine der Runen zum Glühen bringen, allerdings nicht so feurig wie die anderen, sondern eher etwas bläulich oder vielleicht sogar grünlich. Und so der Duft nach frischen Hügelgräsern würde vielleicht entstehen. Ich würde gerne als Bonusaktion meine Hill Rune aktivieren. Diese gibt mir für eine Minute Resistenz gegen Piercing, Slashing und Bludgeoning Damage. Und dann würde ich gerne weiter mit meinen Waffen. Also erste Attack Action auf den da. Mit Rapier und Scimitar. Also der geflankt ist. Trifft das? Timo? Ja, ich drücke die Tasten nicht richtig. Also, das ist der erste Angriff deiner Attack-Action, ne? Genau. Weil du ja Vorteil hast. Ach so, ja. Entschuldigung. Also ja, der erste Angriff trifft. Deine Nebenhand... Die Nebenhand, das ist das Scimitar. Also ich habe ja mit Rapier und Scimitar. Dann musst du mit beiden nochmal, würfel mit beiden noch einmal, weil du hast Vorteil auf dem Angriff. Ja, stimmt, das habe ich vergessen. Falls du einen Crit würfelst. Tue ich aber okay. Nicht. Nee, okay. Dann stell jetzt mal im Advantage ein und würfel, wenn du für deinen Extra Attack nochmal neu. Weil das Scimitar trifft nämlich auch. Ja. Der lebt vermutlich noch. Ja, der lebt noch. Ja, er lebt noch. Okay, dann zweiter Angriff. Entschuldigung, den ersten nehmen. Den ja, der erste trifft. Und dann der. Und das so. Trifft auch. Oh, der sieht schon nicht mehr gut aus. Ja. Das war's? Dann würde ich die beiden noch auf Ignan anknistern, dass sie es doch versuchen sollen,
sich mal an mir zu versuchen. Sie lieben doch das Feuer so sehr, dann sollen sie doch auf mich zukommen. Mhm. Und das wäre dann mein Zug. Ja. Oh, ja, alles gut. So. Dann, der Typ ist dran. Da oben. Was macht der denn Schönes? Der würde anfangen, einen Zauber zu casten. Okay. Dann, wenn keine Reaktion da kommt, seht ihr, dass, Amelia, siehst du, dass um ihn herum Flammen entstehen und sein ganzer Körper jetzt in Flammen gehüllt ist? Typ da oben. Der Terminator. Ja. Okay. Er hat einfach Flame Shield gecastet. Kann er gerne machen. Dann ist der Fire Giant dran und der denkt sich so, boah, da ist sowas, was von mir rumfliegt. Die Fliege will ich halt aber verscheuchen. Und würde dich treffen. Ich glaube, hier nutze ich mal ein Schild. Gut, damit gehen beide Angriffe ins Leere. Er hätte dich zweimal getroffen und mit beiden hätte er 29 Slashing Damage gemacht. Boah. Jeweils? Jeweils. Du hast gerade mit deinem Shield 58 Schaden gedodged. Ja, das war schön. Wie sagt das? Ich brauch dich sofort. Ja, ich versuch. So lange kann ich den hier nicht halten. Verzeiht mir bitte, dass ich zwischendurch ein bisschen abwesend bin, weil ich die Lebenspunkte von allen nachfolgenden Gegnern noch eben anpasse. Wie gesagt, ich hatte nicht damit gerechnet, dass ihr hier als Vorletztes hingeht. Das war's. Sullivan. So, Bonus Action Radiant Damage drauf. Bonus Action Radiant Damage drauf, okay. Hab ich ja Vorteil gegen den Kollege Schnürschuder. Ja. Der Hoffnung, ja, das sollte klappen. Das trifft. Jetzt muss ich einmal ganz kurz gucken. Der Typ ist. Der ist tot. Sehr schön. Moment. Es passiert erstmal was. Och nein, das waren die. Der explodiert. Och Mann. Alles in 10 Fuß um ihn herum macht einen Geschicklichkeitsrettungswurf. Oh wow. Weil es ja auch so super ist, auf das heißt, deinen Geschicklichkeitsrettungswurf. Der andere auch. So, ich hab natürlich keinen Vorteil. Der DC ist 12. Uff. So. Der Typ auch? Der Typ auch. Oh oh. Ja gut, der kriegt ja Feuerschaden, du Witzbold. Das ist Piercing-Schaden. Das ist Piercing-Damage! Es ist gesehen. Alle, die den Rettungswurf geschafft haben, kriegen die Hälfte von dem, was ich gerade erwürfelt habe. Ich bekomme ein Viertel tatsächlich. Wieso? Ach, du hast ja Piercing gecastet. Ja, entschuldige. Ja. Ich habe also nicht gecastet, aber... Ja, der Typ überlebt. Der nimmt nämlich die Hälfte. Ich werde gleich wahrscheinlich was tun, was ich bereuen werde, aber ich gehe da mal hin. Ja. Benutze meinen zweiten Angriff und hau auf den Typen drauf. Ja. Es wäre echt lustig, wenn so eine Chain Reaction wäre. Damit triffst du nicht. Ja, danke, dass du wieder so schnell warst. Du, das ist ja für dich zum Vorteil. Das ist okay. Du darfst die Sachen trotzdem nutzen. Das habe ich dir schon mal gesagt. Ja, ich würde nämlich gerne den D10. Ja, Rules as Written wäre es aber nicht so. Ich weiß, aber spiele ich ja alles nach Rules as Written. So, dann hätte ich damit eine 21 zusammen. Ich bin ja, guck mal, du musst das so sehen, ich mache das zu eurem Vorteil. Ja, ist okay. Also ich hätte eine 21 mit dann dem triffst D10 dazu. Du tatsächlich. Sehr schön. Dann sind das 19, 22. Nö. Dürfte ich. Und dann... Was möchtest du? Kann ich den Typen erkennen? Warte mal ganz kurz. Nachher. Okay, nachher, gut. Kann ich den... Hinter dem erkennen? Ich muss ihn einfach nur erkennen. Ja, du kannst ihn schon sehen. Ja, aber jage ich meinen Wächter auf den Terminator. Ja, ist okay. The Terminator. Oh, das ist sick. Okay. Sprechen die auch alle mit so einem richtig geilen Arnold-Akzent. Oh, wie Böck. Ja, doch, der hat ihn auch geweckt mit von wegen, so von wegen. Stirf. Dann, ne, so. Oh Gott.
gehabt. Muss deutern. okay, das heißt, nee, bei dem kann der Radiant jetzt nicht drauf, ne? Nur ja, der kann da drauf, ja, aber bei dem kann man drauf. Ach genau, der Necrotic kann bei dem nicht, ne? Ja, der Necrotic kann da nicht drauf. Nächste, da muss ich mal kurz wieder sortieren, was wohin kam. Okay. Ja. Wird gerne. So, das war Bonus und das, genau, ja, yippie, I guess. Möchtest du was möchtest du tun? Nur für meine Reaktion, Fina was zu rufen. Ja. Wenn das in Ordnung ist. Ist okay. Mach dich zum Schuss bereit! Und allerdings erst, wenn er in der Lava ist. Okay. Ja, okay. Das kannst du tun. Okay. Fina. Okay. Ja. Was Dummes vor. Dann werde ich auf ihn zielen und sobald er die Lava berührt, auf ihn schießen. Okay, eine Ready Action. Sehr gut. Dann ist er dran. Und er nimmt deine Herausforderung an, mein Doktor. Mhm. Du hast jetzt gerade die 17, ne? Ich habe gerade die 17, ja. Gut, dann hast du Glück, dann wirst du nämlich nicht getroffen, weil er nämlich nur 16er gewürfelt hat. Und praktisch wen. Ja, Shiva, du nimmst ja einen, du nimmst zwei Feuerschaden. Ja. Weil du immer noch auf dem heißen Ding draufstehst. Und ich will da runter. Ich hab eine Idee. Ja, du ganz kurz, du darfst durch freundliche Einheiten durch, das heißt, du kannst da runter springen und dich hinter Midrokte stellen, das ist vollkommen okay. Ah, okay, weil sonst hätte ich jetzt meine Hand erscheinen lassen und ihn einfach so eine Respektstelle verpasst. Nein, nein, ihr dürft euch ja durch freundliche Einheiten durchbewegen und McDonald's kann kurz einen Schritt nach hinten gehen, während du durchspringst. Das ist vollkommen okay. Okay. Dann 15. 15, 20, 20. Perfekt. Hi. Hi. Warte eben, ich muss mal gucken, was du für eine Rüstungsklasse hast. Du hast Glück, der Speer geht daneben. Er hätte sowieso einen Wisdom Save machen müssen. Ach ja, stimmt, der muss er sowieso. Der muss er sowieso machen, weil er muss sonst es umleiten. Was ist der DC? Mein Special DC, das ist eine 17. Ja, okay, hat er nicht geschafft. Er droppt den Angriff dadurch. Mhm. Weil er ihn nicht umleiten kann auf ein legales Ziel. Richtig. Das sag ich jetzt so. Also jetzt so, oh Gott. Ja. Ich leg Sullivan meine Hand auf der Schulter. Mhm. Jetzt bin ich ja endlich bei euch. Ist alles wieder gut. Mama regelt. Healing, please. I need healing. Ja. Mother knows this. 10. Mhm. Das war jetzt gar nichts. Ja. Und dann? Und dann, ja, kriegt mein Kind die letzte Inspiration ab. Okay, und das Kind ist da noch dran. Das Kind schüttelt einfach nur den Kopf. Ja, da kommt so ein fast Toter angerannt und stellt sich direkt bereitwillig vor den Typen mit dem Riesenschwert. Und die Heilerin kommt noch hinterhergelaufen beim Typen, der einen 15 Meter langen Arm hat. Der 15 Fuß langen Arm hat. Wozu tank ich? ich guck den Typen an. Sehr, sehr angepisst. Nicht wegen ihm, sondern anderer Leute. Und sagt zu ihm, na, komm doch und hau so ein bisschen auf den Reizack auf mein Schild. Mhm. Und würde im selben Atemzug ihn auch einmal ordentlich versuchen, in sein Fuß zu stechen. Was mir absolut misslingt, weil ich so sauer bin. Ja. Und caste dann als Bonusaktion Quickened Mirror Image auf mich selbst. Okay. Wie drückt es? Ja, ich würde mich gerne ein Feld hier auf die Seite bewegen und dann eine weitere meiner Runen aktivieren, mit der ich beginne zu wachsen. Ich nutze einen Giant, einen Giant Might. Ja. Und hoffentlich klappt das. Ich habe ja jetzt Vorteil auf Stärke Jacks. Du möchtest ihn gerne reindrücken, ne? Ich möchte gerne. Du brauchst gar nicht würfeln. Okay. Ich habe gerade eine Saving Throw gegen gemacht, der hat eine 1 gewürfelt. Naja, dann darf er gerne mal hier hinfliegen.
Die Ready Action triggert. Yep. Eins. Das ist ein Treffer. Und zwei. Das geht daneben. Dann ist... Mikros, bist du fertig? Nein. Ich habe ja noch Movement. Aber ich kann mich da nicht hinstellen zu meinen Verbündeten, richtig? Nee, richtig. Schade. Was passiert, wenn ich auf... Nee, kann ich auch nicht mehr, weil ich habe meine Bonusaktion schon benutzt. Das ist ja alles doof. Ja. Ich kann vermutlich auch nicht hier stehen. Nee, das ist zu eng, dafür bist du zu groß jetzt. Mist. Ja, schade. Ich möchte dem da ein bisschen das Leben schwer machen. Der soll hochklettern müssen und hinterherkommen müssen. Und dann laufe ich mal auf den Feuerriesen zu, auf den jetzt ein Feuerriese zukommt. Also, ich sehe gerade aus wie ein kleinerer Feuerriese, glaube ich. Ja, du siehst aus wie ein Feuerriese auf Wish bestellt. Das Kind. Okay, dann wäre der dran. Der positioniert sich erstmal hier hin, damit er schön alles sieht. Und würde anfangen zu zaubern. Okay, der Zauber geht durch. Das war außerhalb der 5 Sekunden. Ich war gemutet, scheiße. Ah, du warst gemutet? Ich war gemutet. Ich hab mich hier so, hab's auf mein Headset geschlagen. Okay, ich glaube, deine Reaktion war glaubwürdig. Ich gewähre dir noch die Reaktion. Ich würde gerne Counterspellen, wenn ich ihn sehe. Ist okay, darfst du. Du counterst einen weiteren Feuerball. Danke. Irrelevant. Es tut mir so leid, ich bleibe nicht gemutet. Er ist dran. Er macht jetzt erstmal ein Wisdom Saving Throw. Ob er Shiva überhaupt angreifen darf. Ey! Gut, du heilst, ne? Du hast gerade vor seinen Augen geheilt. Natürlich will er dich töten. Der Spell sagt, wenn er ihn nicht schafft, muss er einfach ein anderes Ziel wählen, ne? Ja. Okay. Dann nimmt er die Herausforderung an. Glaube ich, oder? Wir hatten da so viel Schaden gemacht gerade. Nee, du hast gar nicht getroffen. Sullivan, du hattest Schaden. Ich war das. Dann greift er natürlich dich an. Du hast eine RK von 20. 20. Du würdest getroffen werden. Ja, dann passiert das. Du bekommst 28 Slashing Damage. Lass mich nachdenken, ob ich darauf reagieren möchte. Auf das Taken des Damages. Ja, komm, weil ich es noch nicht gemacht habe. Sullivan sieht dieses Schwert anfliegen, sieht wie dieses Schwert angeschwungen kommt. Er hebt sein Schild und der leuchtet ganz hell. Um ihn herum erscheinen Wächter und die schließen ihn quasi ein. Mhm. Und ich benutze Tomb of Levistus. Das macht jetzt was? Ich hülle mich in einen Eissarg. Den kann ich benutzen, wenn ich Schaden bekommen würde. Ach, das war diese Invocation, ne? Genau. Und ich bekomme jetzt 10 HP pro Warlock-Level. Also ich bekomme jetzt 120 Temp-HP. Okay. Du kannst dich aber auch nicht mehr bewegen. Genau. Und diese 28 Schaden gehen halt auch direkt auf den Schild drauf. Und ich bin jetzt bis zum Ende meiner nächsten Runde in diesem Sarg gefangen. Okay. Das heißt, er will treffen und dann... Und ich bin anfällig gegen Feuer. Ja, okay. Das ist wichtig, ich bin anfällig gegen Feuer. Okay, super. Und dann seht ihr einfach, wie... Also wie... anfällig im Sinne von, der Schild kriegt doppelten Schaden von Feuer. Ja, ja, alles gut. Lass mich das doch eben kurz erklären hier. Das ist doch, ne? Ne, dieses Schwert kommt angefangen, du siehst es und ihr seht nur ein Schild von wegen Levistus, hilf mir, so nach dem Motto, ne? Und dann seht ihr einfach, wie aus dem Boden Eiskristalle aus diesem Schild ankommen und kleine Wächter, die halt wirklich ihre Münder öffnen und ihn einfach komplett einhauchen und er steht da als Eisskulptur. Und der Schlag geht dagegen und der Riese so, Feigling! Ich schlag ihn aus. Das Riesisch? Ja. Dann verstehe ich ihn, lol. Sullivan! So. Ja, ich bin dran. Mein Zug ist zu Ende. Mein Schild geht weg. Ja, das war's. Das war dein Zug. Ja.
Da ist einer in der Lava. Hm, du darfst schießen. Das trifft beides nicht. Hi. Ja. Ich habe gesehen, was passiert ist. Ich würde gerne Action Search nutzen. Ja. Und nochmal nachschießen. Der erste trifft und tötet ihn. Und er explodiert in der Lava. Gut. Dann war's das erstmal mit meinem Zug hier. Shiva. Du hast gerade nur gesehen, dass dieses Schwert kurz auf dich gezielt hat, in deine Richtung gegangen ist und dann abgelenkt, aus irgendwelchen Gründen abgelenkt wurde. Er hat sich dann doch entschieden, Sullivan vor dir anzugreifen, weil für einen kurzen Moment hast du gedacht, dieses Schwert würde dich zerhacken. Ja. Ich würde, glaube ich, mal hier hingehen. Darf ich dir einmal ganz kurz erklären, dass dieses Sanctuary dir gerade geholfen hat, dass du nicht 64 Schaden genommen hast? Ja. You're welcome. Nee, nicht 64, entschuldige. 62. Aber ich will ein bisschen Platz machen. Sehe ich mit Rocktus noch? Den siehst du gerade so noch. Okay. Ich würde meine Bonusaktion nutzen und Mass Healing World auf uns vier nutzen wollen. Mhm. Kannst du machen. Hier, vier bekommt ein Mass Healing World. Darfst du gerne auch öffentlich würfeln? Ach, ist egal. Sechs. Ja, alle kriegt sechs Leben. Also außer Fina. Fina sehe ich ja nicht. Ja, deswegen sage ich ja gerade, weil ich gesagt habe, ihr alle, mit Ausnahme von Fina, natürlich. Ja. Machst du noch was? Weil das war jetzt eine Bonusaktion? Nee. Mehr kann ich nicht wirklich machen. Okay. Amelia. Ja. Auch du hast natürlich gerade realisiert, dass nur dieser kurze Eisblock Sullivan das Leben gerettet hat. Ja. Dementsprechend schaue ich ihn direkt an. Schaue ich ihn einfach direkt an. Na, was kommt doch? Hör doch auf, Eisblöcke zu schlagen. Und dann haue ich ihn wieder. Oder versuche ihn wieder mit meinem Dreizack zu stechen. Hm. Das ist ein Treffer. Quickened. Da kommt noch einer hinterher. Quick Hand noch einen hinterher, genau. Diesmal ist das Booming Blade, ne? Beides sind Booming Blade. Beides sind Booming Blade, okay, hast beides, okay. Ja, weil du sagtest nur mit dem Dreizack, deswegen war ich kurz. Nee, wenn ich Thunder drin habe und das Würfel, ja, okay. kannst du mit dem Charakter davon ausgehen, dass es immer Booming Blade ist. Ja, warte ganz kurz, ich rede mit 15, 25 auf dem ersten. Und das zweite sind 27. Yep. Das war's. Mit Doctis. Ich würde Sullivan für eine Aktion, für eine Attack-Action zu gerne schaffen. Kann ich das? Du kannst, ja, du kannst halt bei deiner, also du kannst eine deiner Attack-Action gerne für einen Schaff opfern und dann mit der zweiten ihn angreifen. Ich würde mich auch schieben lassen. Ja, du kannst, ja, er wehrt sich nicht, du brauchst kein Safe machen, aber du kannst eine deiner Attack-Action für einen Schaff opfern. Dann würde ich das gerne tun, damit ich an den Riesen rankomme. Würde ihn auch auf Riesisch zubrüllen und beleidigen. Der will ein Feuerriese sein, so frostig, wie es gerade um seine Füße herum war mit Sullivan. Und würde dann meinen Worten, ich habe natürlich auf Riesisch gesprochen. Ja. Würde ich gerne dann versuchen, Taten folgen zu lassen. Erstmal mit dem Rapier und dann mit dem Skimitar. Der Skimitar geht der Giant Might drauf. Ja, der Skimitar geht aber in die Leere. Das ist okay. Das Rapier trifft. Im Skimitar habe ich sein Schwert erstmal platt. Ja. Genau. Der ist dran. Und ich muss mal gucken, hat der noch. Der hat noch einen Zauber-Slot frei. Der beginnt wieder an zu zaubern. Ja, nein, tut er nicht. Ja, nein, tut er nicht. Ich hab da keinen Bock mehr drauf.
Ich kann meine Spats am einfachsten wiederkriegen, dementsprechend. Ja, ja. Ihr erkennt auch alle sofort den Spruch, der holt Fledermaus-Scheiße raus und. Der will Feuerballen. Der wollte noch einen Feuerball casten. Schmeißt seine Hände schön zusammen, verreibt das, ne? Weil das auch extra stinkt, wenn er den castet. Ja, genau. Und dann kommt halt so der Funke zwischen euch, taucht der halt auf, dieser Funke, und dann macht das wieder so. Puff. Der Funke ist halt nicht übergesprungen. Ja. Dann ist er dran. Los. Mit Gocktis. Die hat mega gewirkt. Also beide würden, also greif dich an, du würdest getroffen werden. Weißt du was, ich glaube, ich werde nicht getroffen. Ich würde gerne eine weitere Rune aktivieren, ja, und er würde in eine Wolke schlagen und die Wolke kommt bei dem Typen da hinten raus. Okay. Mit demselben Two-Hit, mit dem er mich treffen würde. Ja, 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 damit trifft er den hinten und das macht ordentlich Schaden. Da hinten tankt man ihm die 21 Schaden weg. Der zweite Angriff würde dich auch treffen. Dann trifft er mich wohl. Dann bekommst du noch 25 Slashing Damage. 12. Ich habe immer noch die Hilfe. Ja, ich weiß. Der macht trotzdem ordentlich Schaden. Sullivan. Ja, wird Zeit auf den Typen einzudreschen, I guess. Vorher aber Bonusaktion Radiant. Ja. Also, der hat gerade schon wieder 46 Schaden in einer Runde gemacht. Zap. Das trifft beides. Das sind 10, 22 auf dem ersten und 14, 17 auf dem zweiten. Ja, und mein Wächter haut auf den Terminator. Jawohl, der trifft nicht. Okay. Pina. Ja, ich würde gerne dashen. Ja. Und da ich so schön abgemessen hast, musst du 6 Steine springen. 6, das heißt, du bekommst 6d6 Schaden. Ja. Dann sind das 24 Feuerschaden. Gut. Und ich würde als Bonusaktion gerne einen Heiltrank trinken. Ja, das darfst du. Dann bist du fertig. Wäre Shiva. Kann ich mich jetzt so zwischenquetschen? Das ist ein bisschen zu eng. Okay. Ich habe Mildrottis vorhin da nicht durchgelassen, dann. Ich an Sullivan ran. Nee, leider nicht. Ich versuche mich schon schlank zu machen. Wie bitte? Ich versuche mich schon schlank zu machen, aber ich glaube, das reicht nicht. Nee. Ja, nee, alles gut. Bleib trotzdem da stehen. Komm, dann kriegt Mitrockdis einmal Heilung ab. Das sind 13. Dann war's das? Amelia. Joa. Wir pieken mal. Dann pieken sie mal. Oh, oder wir auch nicht. Wir pieken nicht. Ich höre das mal zu. Okay. Mit Rocktis. Was war das denn für ein Schlag? Ich dachte, du bist ein Riese und kein Troll. Ach, so ein Feigling. Der erste Angriff trifft. Okay. Der zweite geht daneben. Die beiden. Geht nur beim ersten drauf. Ja, ja, aber das reicht tatsächlich. Du hast ihn genau runter. Oh. Und er guckt dich noch an, so während er stirbt, hörst du noch die Worte auf Riesisch, wo du ihn eintreffst, wegen so. Wenn ihr Feiglinge nicht den Schlägen ausweichen würdet. Feiglingen. Feigling oder bessere Taktiker als du. Such's dir aus. Während er so stirbt, geht noch so der Mittelfinger hoch. Ja, dann würde ich gern so ein bisschen Sparta-like Tritt gegen die eine Kreatur, die größer ist als ich, machen, sodass er hier hinfällt vor dem Typen und dann den hier so angucken nach dem Motto. Und jetzt? Und jetzt? Noch irgendwelche Fragen? Machst du noch was? Ja, ich würde tatsächlich noch was machen als Bonusaktion. Mhm. Würde ich nämlich noch einmal durchatmen wollen. Okay, ansonsten nichts. 4 plus 8, okay, 12.
Ich glaube, ich kann mich da nicht bewegen, schätze ich mal. Du kannst durch die durch. Durch Freunde, ja. Ja, stimmt, ich kann ja durch meine Freunde durch. Dann würde ich mich tatsächlich an unseren Freund hier ranbewegen. Mhm. Und na, komm. Hier komme ich tatsächlich hin. Sehe ich da schon irgendwas in dem Raum? Mach ich dir gleich auf. Okay. Er würde halt tatsächlich, also du siehst den kompletten Durchgang. Er würde anfangen zu zaubern. Alter! Ja, der hat noch ein paar Zauberplätze. Nach was sieht denn das aus? Moment, ich guck mal eben, also ob es eine Materialkomponente hat. Dann. Nee, es hat nur Wirbel- und Somatikkomponenten. Kannst du so nicht erkennen. Ja, nee, dann lass ich's durch. Ja, Sam. Gut, dann. Ich gib mir mal bitte nochmal die Sperrbeschreibung von Sanctuary. Nur bei Attack Roll. Nur bei Attack Roll. Ja, das ist relevant, weil manche Zauber auch Attack Rolls haben, ne? Das ist richtig. Okay, ja, dann muss er tatsächlich einen Rettungswurf machen. Eben einmal, ob er überhaupt. Ich müsste eigentlich im Prinzip. Möchte er. Nee, er macht 3 Feuerpfeile. Und ich habe jetzt für jeden Feuerpfeil einzeln einen Wisdom Save gemacht. Er muss halt alle 3 woanders hinschicken. Er schickt jetzt alle 3 auf Sullivan. Was hat er? Weil ich im Nahkampf von ihm bin. Hat er dann nicht Nachteil, wenn ich. Ja, er hat auf den Range Spell Attack Nachteil. Ja, hat er. Das ist ja was anderes. Aber er hat auf den Rettungswurf darauf keinen Nachteil. Das meine ich. Das ist richtig. Das ist richtig. So. So. Das ist ja egal. Er hat zwar einen Nachteil, aber trotzdem versucht das. Weil das ist das Sinnvollste, was er gerade für sich machen kann. Warte mal. Ich muss mal eben kurz was gucken. Meiner kann auch versuchen, mich auszuschalten. Ich habe den Riesen zu Fall gebracht. Ja, es ist was anderes. Du bist in der Nähe von so einem Feuerschild. Der Typ brennt um sich komplett drumherum. Wie so ein Feuer, ich verstehe. Ja. Deswegen versucht er lieber erstmal hinten. Ja, der versucht die Heiler auszuschalten. Ja, für sich ist es ja so, muss auch sehen, für ihn war es das Intelligenteste. Er hat gesehen, der Kampf ist relativ verloren. Ne? Und deswegen denkt er sich so, wie kann ich noch am meisten Schaden machen bei euch? Und das bedeutet für ihn halt Heiler ausschalten. Da kommt zu von mir der Mittelfinger. Nope. Nee, der zieht ja gar nicht auf dich. Ah, er guckt rum und dann siehst du, wie 3 Pfeile auf Sullivan fliegen, die alle neben ihn einschlagen. Ja, du hast es gerade mal erwähnt, der brennt um sich herum komplett. Der brennt, der hat ein Feuerschild um sich herum. Das sieht ein bisschen heiß aus, ne? Ein bisschen sehr heiß. Ja, dann näher ich mich dem Penner mal nicht. Ich schieße ihm 3-mal Eldritch Blast in die Fresse. Du schießt 3-mal in die Fresse und das sind alles 3 Treffer tatsächlich. Ich dachte schon nur, der eine mit einem Damage trifft, ey. Nee, weil ihr habt tatsächlich die Mage Armor bei ihm unterbrochen vorhin. Deswegen trifft das. Ja, dann würde ich mich aber noch aber hier begeben. Fina. Ja, dann einmal Stellungswechsel, so zack. Der eine zieht sich zurück, die andere nimmt den Platz ein und da würden Pfeile fliegen. Jawohl. Beziehungsweise Bolzen. 1. Oh ja, das, boah, das ist ja, wow. Uff. Und dann kommt Nummer 2. Da hat Fina mal eben kurz 31 Schaden auf dem Crit gemacht. Alter. Der ist tot. Der wird einfach aufgespießt von einem Gurgel. Und kurz bevor ihr fragt, was können wir von, also von dem Typen, Mikroktis, den du siehst, ne? Du siehst, dass der sein Leben ausraucht und in dem Moment dieses Feuerschild einfach den so einen kleinen Wirbel zusammentüdelt. Und es bleibt nur noch Asche übrig. Der ist quasi disintegrated. Sind doch wahnsinnig. Ich muss mal ganz kurz, du siehst übrigens, ganz vergessen, ihr seht ja hier noch diese kleine Kuhle. Das hätte jetzt alles geändert. Ja, genau.
Ja, damit habt ihr den ersten Kampf erstmal geschafft. Das war der Eingangsbereich. Mhm. Sieht schon low aus mit meinen Spells. Ja gut, man muss aber auch sagen, wir sind aber auch angeschlagen hergekommen, ne? Ihr seid so angeschlagen hergekommen, wie jeder normalerweise hierher gekommen wird, weil ihr wart, bevor ihr losgegangen seid zu diesem Gebiet, hattet ihr eine Long Rest. Und oben halt diese ganzen Minotauren. Halt nur, ne? Ja, das war der ganze, wo jeder durchgehen muss, das meine ich damit. Ihr habt nicht, seid nicht irgendwie schwerer hier gewesen. Ja. Wir haben einen Heiltrank getrunken und dann werden die drei Plätze am Gürtel wieder aufgefrischt für den nächsten Kampf, der uns bevorstehen wird. Was euch so fertig gemacht hat, ist halt einfach der Raum selber. Ja. Der ist halt taktisch richtig gut für den Gegner. Wir müssen auch direkt weiter, wir können ja nicht mal eine Pause machen. Leider war. Und auch eine Pause machen. Ich kann ja nur keine Long Rest machen. Ey, ich wollte gerade sagen, eine kleine Pause können wir machen. Weil, wir können es versuchen. Ja, also ich sag mal so, wir haben den Vorteil, es gibt augenscheinlich nur einen Zugang. Ich würde wieder kleiner werden, vermutlich. Weil ich halt ja nur für eine Minute. Hm. Würde versuchen, mich hier in den Gang zu schleichen und so um die Ecke zu lunzen, ohne gesehen zu werden. Ja, das kannst du tatsächlich. Fina dafür vielleicht auch noch herwinken. Also du kannst es tatsächlich, also dich daran schleichen, ne? Das ist kein Problem. Und da reingucken. Dann sag ich dir eben kurz, was du siehst. Mhm. Ich muss mal eben kurz gucken, das ist da. Die unteren Bereiche dieser Kammer sind mit Lava gefüllt. Ein unebener Dammweg aus Stein führt über die Lava hinweg und endet an einer schmalen Felsleiste entlang der östlichen Wand. Von zwei starken Ketten in der Nähe des westlichen Tunnels hängt ein großer Gong aus Messing herab. Das seht ihr da, das ist dieses Holzding da in der Papier, genau das. Großer Gong aus Messing herab. Im Norden fließt Lava hinaus durch einen Korridor, das Magma berührt hier fast die Decke. Im Süden findet ein ähnlicher Korridor, aber die Decke ist hier ein gutes Stück höher als die Lava. Oh, ich sehe gerade da hinten, der Gang ist nicht ganz aufgedeckt. Hier hinten. So, die Kurve sollt ihr auch sehen. Und das Becken, in das du reinguckst, der Dammweg schmiegt sich an die östliche Wand und wird schmaler, je weiter er nach Norden führt. Das seht ihr da oben. Bis er schließlich ganz verschwindet. Das Magma zischt und blubbert und Flammen tanzen auf seiner Oberfläche. Hochklettern. Also teilweise ist die Lava hier, habt ihr wirklich an einigen Stellen so hoch wie die Decke. Ich sehe nicht, wie wir weiter voranschreiten können. Also hier oben im Norden, hier, ne, seht ihr, zwischen Decke und Lava sind da nur ein paar Zentimeter. Und also an der Wand lang klettern ist nicht. Hm. Wir sollten uns erstmal ausruhen. Und ich würde einmal auf den Gong zeigen. Vielleicht ist das der Weg zum Weiterkommen. Möglich, aber er gefällt mir nicht. Er kündigt uns an. Was bleibt uns anderes übrig? Das ist wohl leider wahr. Dann erzählen wir lieber mal den anderen davon. Und wir haben eine einigermaßen erfreuliche Nachricht und eine sehr bittere. Die etwas erfreulicheres. Es scheint nach oben hin weiterzugehen. Die Schlechte ist, der ganze Raum steht fast unter Magma. Und zwar wirklich fast.
nur wenige Zentimeter Platz zwischen Magma und Decke an einer an der Stelle, in die es weiter Richtung Norden geht. Na super. Wir haben einen Kong inmitten dieses Lavasees gesehen. Vielleicht sorgt der dafür, dass die Lava abgelassen wird. Aber versprechen kann ich dagegen nichts. Aber es würde dann halt uns trotzdem ankündigen, weil der nicht leise sein wird. Danach keine Überraschungsmomente mehr. Das Einzige, was wir hoffen können, ist, dass sie uns für ihre Verbündeten halten, die hier gefallen sind. Nun, wollen wir das Schicksal schon auf unserer Seite, nicht wahr? Trotzdem, ich glaube, wenn ich mir euch auch so angucke, ich glaube, eine kurze Pause täte uns ganz gut. Dürfen nur nicht zu lange verweilen. Auf gar keinen Fall. Wir verweilen hier so lange, wie es notwendig ist. Wir verweilen hier so lange, dass wir uns alle wieder ein bisschen, wieder ein paar Kräfte sammeln können. Dann müssen wir weiter. Ich verstehe. Eine, schaut euch die anderen nur an, die sehen alle aus wie ausgekotzt. Um es mal noch auf die nette Weise zu formulieren. Ja. Natürlich. Mhm. Nemael? Ja? Ich würde gerne versuchen, nicht zu laut, also eher ruhige Musik zu spielen. Du kannst leise spielen, ja, ist okay. Ja, du möchtest einen Song of Rest nutzen, genau. Ja, das hatten wir schon lange nicht mehr. Ja. Was macht denn noch, dass man die Würfel extra würfeln darf einmal, ne? Du würfelst einen bestimmten Würfel extra. Ich glaube, ist das jetzt ein 10-seitiger? Nee, auf der 13. Genau, auf der 9. Stufe ist ein W10, den ihr dazu würfelt, wenn ihr Hit Dice würfelt. Ja. Ja, ein W10, ist doch schön. Wir dürfen ja eine Shot machen, Simon. Ja, ihr dürft immer halt, aber ob ihr unterbrochen werdet. Die Frage ist, ob sie durchgeht. Nein, erst hast du mich erstmal nur gefragt, ob ihr damit dürft. Ja, wir wollen eine machen. Ihr möchtet eine machen. Ja, ihr macht eine Shotfest. Fakt. Die geht durch. Die geht durch. Ja. Ich. Das heißt, man würfelt einen und dann ein bisschen oben drauf, oder wie? Genau. Methan, wenn ich das mache. Halt nicht pro Treffer hätte Tyson würfeln, sondern einmal in der Rest. Also einmal, ja, genau. Einmal pro, okay. Pro Rast, entschuldige. Das ist ja broken. Ich habe die Frage falsch verstanden. Ich habe nur verstanden, darf ich jetzt einen D10 dazu würfeln? Ich so, ja. Wenn ihr gleich fertig seid mit Würfeln, möchte ich von euch gerne alle einmal, dass ihr mir alle einmal ja. Einen 10-seitigen Würfel würfelt, wenn ihr gleich fertig seid. Oder wir machen 12-seitigen. Aber gleich, wenn alle fertig sind mit ihren Hit-Dice. Deutlich besser. Ich wandle übrigens noch einen weiteren Space-Slot in Sorcery Points drin. Hm. Jetzt seht ihr wieder etwas gesünder aus. Achso, nee, tue ich. Und dann kriege ich noch 5 weitere Sorcery Points, weil ich eine Bloodwild habe. Ich wollte gerade sagen, du hast doch deine Bloodwild Wild, ne? Du kriegst da sowieso 5 zurück. Und du wolltest einen D12 haben? Genau, ich möchte jetzt von euch allen einen D12 haben. Ich möchte mal sehen, wer der Glückliche ist, der jetzt das nächste Event triggert. Oh nein. Weil es passiert nämlich was, aber ihr habt Glück, dass keine Monster kommen. Sullivan! Oh Gott. Die schwarze Rasse ist vorbei, du fängst an, dich zu strecken, stehst auf, möchtest einen Schritt nach vorne gehen, aber aus irgendwelchen Gründen, die hier drinnen stehen, gibt der Boden unter dir nach. Die. Yeah. Ich muss einmal ganz kurz würfeln. Und was richtig Pech. Es gibt eine 25%ige Chance, dass das Loch, in das du trittst, voll mit Lava ist und. Frage: Wie tief ist denn dieses Loch?
Das ist, Moment, das muss ich eben auswürfeln. Ich möchte wissen, wie tief ich falle. Nee, du fällst direkt in Lava, du kriegst keinen Fallschaden. Nein, es geht darum, wie hoch 6 Meter. Ist der Abstand zwischen Boden, der wegfällt, und Aufschlag auf Lava? Nein, also das ist, ja, das ist nicht viel, das ist vielleicht 1 Meter oder 2. Das Loch selber ist 6 Meter tief, oh, das ist aber 6 Meter mit Lava gefüllt. Nein, es ist die Frage, ob ich vorher reagieren kann, weil ich fliegen kann. Du kannst mir einen Geschicklichkeitsrettungswurf machen, ob du das schaffst, weil das halt direkt passiert. Das ist quasi wie surprised halt, ne? Ja, also okay, du schaffst es halt. Du, sagen wir mal so, du schaffst es noch wegzufliegen, du nimmst dadurch aber nur den halben Schaden. Okay. Ja, halben Schaden heißt. Ich würfel gerade den Schaden. Mich doch verarschen. Das ist der volle Schaden. Nein, aber ich meine, das macht mal eben 6d10, ja, ist klar. Das ist Lava. Das ist heiße fucking Lava. Also ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass ein Sturz in Lava, also wenn du wirklich einfach nur kurz reingehst und auch sofort wieder rausgehen würdest, dann ist in Dungeon Master's Guide als sehr tödliche Gefahr, glaube ich, gelistet, und die macht wird empfohlen, 24d6 Feuerschaden dafür zu würfeln. Hier in dem Abenteuer steht drin, Lava. Eine Kreatur nimmt 6W10 Feuerschaden, wenn sie Lava zum ersten Mal ihren Zug betritt oder ihren Zug dort beendet. Das ist vom Abenteuer so vorgesehen. Und ja, tatsächlich ist Lava im Dungeon Master's Guide sogar noch gefährlicher. Du kannst froh sein, dass du fliegen kannst und das so zumindest avoiden. Also der Boden an der Stelle, wo du drauf getreten hast, war ein bisschen brüchig. Ja, dann bin ich immer so, ich hasse es hier. Darauf gerne direkt reagieren. Ja. Indem ich einfach, weil der hat sich wahrscheinlich verbrannt. Und da die Stelle, die er sich verbrannt hat, würde ich gerne meinen Wasserschlauch drüber kippen. Ja. Erstmal abkühlen. Und zu machen. Oh, danke. Oh, das tut. Au. Wir sollten vorsichtig sein und hier auf jeden Fall von der Plattform runter. Ja. Und weil es, glaube ich, gerade eben keiner gemacht hat, ich würde gerne mal den Riesen durchsuchen. Mhm. Der Riese? Oder ist nur bei. Du hast nämlich mal den anderen Typen gesagt, dass die verschwunden sind. Ja, der eine wurde von. Ja, die anderen sind alle da. Nein. Also der eine ist explodiert da unten. Die sind halt explodiert. Die sind aber. Fleischreste und sind noch da. Der obere ist halt in seinem Feuerschild verbrannt. Ja. Der Riese hat tatsächlich. Du siehst einen Rucksack. Oh ja. Erst denkst du, das ist ein Rucksack. Aber dieser Rucksack ist aus mehreren Kettenpanzern zusammengenäht worden. Also der hat aus Kettenpanzern einfach einen Rucksack gefertigt. Der Kettenrucksack, okay. Ja, was ist denn in diesem Rucksack drin? Ne? 600 Goldmünzen. Okay. 13 Edelsteine im Wert von 50 Goldmünzen, jeweils. Und lass mir das mal ein bisschen aufschreiben. Und einen Trank. 600 GP. Was war das? Wie viele Edelsteine? 13. 13... Edelsteine A 50 GP. Und ein Trank. Dieser Trank ist durchsichtig. Er ist durchsichtig. Mhm. Ich würde da. Also kann ich erkennen, dass der magisch ist. Würdest du jetzt erstmal vermuten, ja? Ja, ich hätte es einfach. Wie trocknet es? Ja. Kannst du mir sagen, was das ist? Moment. Ich würde gern sehen die Säulen so aus, als wären sie in der Zeit der Rast abgekühlt. Die sind abgekühlt, ja. Die waren tatsächlich nach einer Minute abgekühlt. Okay, Hestal kann rüberkommen. Würde ich Hestal rüberholen. Yay. Und würde dann wieder eine Seitenklappe öffnen. Ja. Eine Perle reinsetzen und dann Identify ritualisieren. Mhm. Hestal spuckt dir dann aus, dass dieser Trank. Unsichtbar macht. Dieser Trank sorgt für Unsichtbarkeit. Für wie lange? Ist es wie bei Invisibility? Also dem Spell Invisibility?
Ja, ja, genau. Der hat den Invisibility-Effekt. Also hier wird oder den einfachen nur, ne? Ne, das eine Minute ist Greater Invisibility. Ah. Oder? Nein, Greater Invisibility sagt halt, dass du unsichtbar bleibst, wenn du angreifst. Ja. So, ich dachte, normaler halt nicht. Da eine unterschiedliche Zeit wäre bei Invisibility und Greater Invisibility, deswegen. Ja, Invisibility ist, glaube ich, auch eine Stunde. Genau, darauf wollte ich nämlich hinaus. Ja. So, dieser Trank hier sorgt dafür, dass man für eine Stunde unsichtbar wird, bis man selber eine offensive Aktion durchführt. Da verschwindet die Unsichtbarkeit wieder. Wird sie Sullivan reichen? Ich reich die Potion an Shiba. Uff. Du wirst sie am ehesten brauchen, glaub mir. Beziehungsweise, wenn aber man Magie wirkt, wird sie ebenfalls aufgehoben. Der Effekt wird dadurch gelöst. Ich nehme es trotzdem für den Fall der Fälle. Und ich weiß nicht, ob Amelia es gemacht hat. Ich hätte sonst auch den Magier da unten mal durchsucht und gucken, was sie hätte. Der hat nichts dabei. Okay. Während Sullivan durchsucht, würde ich gerne Mending auf Hestal casten. Hm? Um Hestal für 2W6 zu heilen. Mending, ist das ausbessern? Ja. Ich will helfen. Okay. Ich mach auch. ich hätte dann in der Zeit, wo das Ritual übrigens gecastet wird, hätte ich sowohl Gold als auch Edelsteine verteilt. 600 durch 5, das heißt jeder bekommt 120 Gold. Und bei den Edelsteinen, ja, müssen wir gucken, wie wir 13 auf 5 aufteilen. Geld aufteilen kann man machen, wenn wir hier raus sind. Ja, wenn du Mending auf Festal wirkst, kannst du da tatsächlich 2-6 würfeln. 2-6 für ihn würfeln? Ja, genau. Ah, oh, Double Crit! Nice. So sehr mag ich Hestal. Ich streich mir Sorg jetzt aber raus, ne? Also ich verteile das Gold einfach. Weil wir was 120 was Gold für jeden. Genau, okay. Weil wer sich's dann nicht einträgt, der hat Pech gehabt. Ich hab's mir jetzt ausgetragen. Was macht der Rest so lange? Pferdchen heile machen. Ja, McGorktis, Sullivan und Shiva sind beschäftigt. Fina und Amelia. Fina. Was würdest du in der Zeit tun? Bist du da? Glut? Ich sollte mich entmuten. Ich würde mich tatsächlich in der Zwischenzeit, während dann angefangen wird, das Ritual zum Casting, ich würde mich tatsächlich hier hinstellen und schon mal einfach diesen Gang weiter nach oben hin im Auge behalten. Ja, ist okay. Da passiert tatsächlich nichts. Amelia. Die würde wirklich die volle Pause über ganz entspannt bleiben. Okay. Und danach dann auch nichts. Nee, passiert wieder danach und sowas machen. Okay, dann passiert das alles. Und dann ist das Ritual durch, die Pause ist durch, ihr seid wieder fertig. Sullivan ist die Lava von den Füßen los. Was macht er jetzt? I guess. Wird den anderen gerne den Gong zeigen wollen, den Gina und ich gefunden haben. Dann auch auf. Mhm. Okay. Oh, mir gefällt das gar nicht, wo das hingeht. Ihr bleibt mal eben bitte da so stehen. Ja, bleiben wir. Wir großartig weg können, du Zwölle. Nee, ich meine, ihr bewegt euren Token jetzt nicht. So, okay. Ich muss mal eben kurz. Nein, nein,
Ja. Wir machen mal Initiative und Wolfie, dein Charakter ist der einzige, der in der ersten Runde mit agieren darf. Der ganze Rest kriegt den Status Surprised. Oh no. Da kommt mein Gott, was... Slowbro ist nicht da. Oh. Er ist auch surprised, ja, das reicht auch. Nichts. Surprised ist doch so, Slowbro as fuck. Ja, er hat sich gedacht, ich habe eh schon den Status, also... Ey, komm, wir wissen alles, Slowbro aus der Schiene. Also, was ihr dort seht ist, ihr habt ja alle schon mal einen Seiler gesehen, ne? Oh, ja. Ein was? Ein Seiler. Das sind diese Tentakelviecher, also das Ding, was dich in der einen Montagsgruppe fressen wollte. Och nö. Genau. Das da ist ein Seiler, aber komplett aus geschmolzener Magma. Das ist unschön. Ja. Genau, so. Der Stein mit Tentakeln. Genau, und er darf als erstes agieren und dann darf Shiva agieren und dann gehen wir in die Initiative-Folge. Und er denkt sich, jo, 1, 2, 3, 4, was hat er für eine Reichweite? Jetzt muss ich mal gucken, wen kann er denn alles angreifen? Reichweite 50 Fuß, okay. Ja. Vortex is real, is real. Okay, es heißt, Fina, du Surprise gibt aber keinen Vorteil, ne, genau. Das waren. Ja, MacDoctus fehlt noch in der Innie. Oh, MacDoctus darf ich nochmal mit reinwürfeln dann. Komisch, ich hatte mich eigentlich ausgewählt. Hast du, warte mal, guck mal, du hast eine 13 gewürfelt, ja. Alles gut, dann packe ich dich rein. Alles gut. Okay, soll ich einfach nochmal würfeln? Nee, ich pack dich eben rein, okay. Und dann schreiben wir einfach deine 13.18 hier rein, ne? Jawohl. Und dann passt das schon. Ändert nichts daran, dass du ja eh surprised bist, deswegen darfst du eh nicht machen. So, das heißt, also, Kühner, an dir schlicht so ein brennender Tentakel vorbei. Nach Hestal wird auch gegriffen. Ich mache einfach die ersten vier vorne an der Brücke. Hestal hat eine RK von? Hestal hat eine RK von 15. Kann allerdings... Moment, jetzt muss ich kurz was nachlesen. Ist surprised, hat ja keine Reaktion. The defender can't be surprised. Ah, der kann nicht surprised werden, genau. Stimmt, ja, also er hat seine Reaktion dann. Genau. Und der würde ja dann, weil er bei mir steht, auf jeden Fall auf den Angriff auf mich Nachteil, also einen Straight Roll machen. Okay, auf Angriff auf dich, okay. Aber er selber hat nicht, dadurch ist er dann gegrappelt. Ja, okay. Und gilt als Restrained. Ja. Jetzt muss ich gleich nochmal gucken. Ich muss wieder dran denken, ich muss meine Condition-Karten wiederholen. Ich habe eigentlich alles im Kopf, aber ich lese es trotzdem unheimlich gerne. Dann nutzt er seine Reaktion, um den Angriff auf dich zu einen Nachteil zu geben. Ja. Dadurch hast du Glück. Dadurch wird der, also du wirst nicht getroffen. Mhm. Und Sullivan, eine 20 trifft dich. Natürlich würfelt er genau die RK, dieser Penner. Genau, das heißt, Sullivan, du nimmst 7 Fire Damage und Hestal nimmt 5 Fire Damage. Ich bin gegrappelt, ne? Genau. Und dann passiert das Lustige, was mir am meisten Spaß macht. Er zieht sich zu euch ran. Und zwar 25 Fuß in die Lava rein. Das heißt, fup, fup. Ihr betretet das erste Mal die Lava. Das heißt, ihr nehmt 6d10 Feuerschaden. Nee, in deinem Zug, entschuldige. Nein, also das kannst du dir gleich, wenn du dran bist, aufschreiben. Wie jetzt? Entschuldige, ich habe mich verlesen. Das erste Mal, wenn du in deinem Zug die Lava betrittst. Oder wenn du den Zug dort beendest. Ich habe mich verlesen, entschuldige. Ignoriert den Wurf. Ich hatte gelesen, in einem Zug betreten. Ich habe das versehentlich überlesen. Nein, in ihrem Zug. Also. Dann war der erstmal Shiva. Amelia, du musst wieder stimmt, Entschuldigung. Ich würde meine Hand erscheinen lassen. Mhm.
und dem Dude eine reinhauen. Ja. Mit den Worten, lass meine Freunde in Ruhe. Mhm. So. Also muss ich ganz kurz gucken, wie ich das würfeln muss. Er hat eine Stärke von 26 plus 8. Das heißt, ich würfel einfach einen D20, wenn ich das richtig sehe. Und rechnest da die... Was hat er drauf? 8? Plus 8. Ja, dann hast du eine 12. Damit trifft die Hand nicht. Okay. Aber das ich bin... Ach Gott, please. Konzentriert, ja. Machst du noch was? Nee, mehr mache ich nicht. Okay, dann... Oh, entschuldige, ich habe reflexartig auf den Knopf gedrückt. Amelia. Ich nehme den Herren mal. Pulling lässt an, perfekt. Peaks. Oh. Okay, jetzt muss ich mal eben kurz. Das sind 40. Warte mal eben. Du machst ja Cold Damage, ne? Ja, unter anderem. Du siehst, dass das dem Cold Damage überhaupt nicht gefällt. Der wird nochmal verdoppelt. Schön. Das heißt 28 Cold Damage und nicht 28 Leben. Minus 28 Cold Damage, dann die 17 davon und die 15 davon. Das ist dein Angriff. Kriegst du weh, ne? Da kam der Crit. Ah, und das ist halt, weil er anfällig gegen Cold Damage ist, ne? Also. Der hätte aber trotzdem, der hätte halt 14 Schaden weniger gemacht. Das wären immer noch über 50 gewesen. Ja. Ich sehe ja, dass das Cold ihn richtig das hast unangenehm du gesehen. Trifft. Ja. Ne? Ja, komm, ich möchte jetzt auch nicht, dass die Leute in der Lava verrecken. Das heißt, ich würde meine Bonusaktion nutzen, um Quick and etwas zu casten für zwei Sorcery Points, zwar nochmal zuzuschlagen mit Booming Blade. Ja. Das ist ein Treffer. Das ist 15, 21, 29 insgesamt. Gut, dann wäre Sullivan dran. Mhm. So, du hast jetzt Glück, du beginnst deinen Zug schon da drinnen, du betrittst sie nicht in deinem Zug. Das heißt, wenn du es schaffst, in deinem Zug dich da jetzt raus zu manövrieren, nimmst du keinen Schaden. Dann würde ich versuchen, mich zu befreien. Dann mach bitte ein, mach mal ein Escape, mach mal ein Athletics, kannst einen Athletics-Check machen. Ein Strange Saving Throw finde ich jetzt ein bisschen blöd, aber du versuchst ja aktiv, ne? Deswegen mach mal einen Athletics-Check. Du befreist dich. Ja. Und ich flatter da sowas von raus, Alter. Gut, du hast es geschafft. Den Schaden zu... Du fliegst aus deiner Reichweite, das finde ich gut. Der hat 50 Reichweite, hast du gerade gesagt, du Schummler. Der hat aber auch noch ein Maul, ne? Bullshit. Lügen, der hat kein Maul. Ah, finde ich auch. Er hat noch ein Maul. Ich sehe kein Bild, ich sehe, das ist ein Blob, roter Blob, wo Molten Magma Gold draufsteht. Aber er trifft dich nicht mit seinem Maul. Ja, besser ist das für dich. Gib dir gleich. Du musst verdecken, wir sehen uns am Samstag. Ja, und? Ich kann dir gleich noch ein paar Feuerriesen um die Ohren knatschen, wenn du so weiter redest. Philipp, wenn du bei mir mal so einen Spruch bringst, verlierst du direkt ein Level, ne? Muss man schon anzukündigen. Okay. Ja, super. Habe ich eine Bonus-Action? Weiß ich nicht. Nö. Das hast du nicht zu entscheiden, ob ich noch einen habe oder nicht. Oh, am Ende doch. Ich muss gucken, ob ich noch was habe, ob ich noch was haben, was ich machen könnte. Das sind genau die Dialoge, die ich liebe in solchen Gruppen. Nee, ich glaube, ich habe nicht mehr großartig, was ich tun kann. Gut, würde charaktertechnisch auch vollkommen legitim sein, zu sagen, erstmal, okay, oh fuck, erstmal raus aus der Lava. Du hast schon einmal Kontakt damit gehabt. Ja, es tut weh. McDoctis. Eieieiei, das ist nicht gut. Überhaupt nicht gut. Vor allem, glaube ich, wird Hestal nicht überleben. Muss ich gerade überlegen. Naja, wenn du ihn tötest, kann Hestal noch rauslaufen und beendet seine Runde nicht in der Lava. Das ist absolut richtig. Ich würde gerne
Außerdem komme ich an den Kerl nicht so gut ran. Action Economy mäßig muss ich jetzt ein bisschen nachdenken. Was würde es mich kosten, dafür zu sorgen, dass Hestal so festzuhalten, dass Hestal nicht in die Lava fallen würde? Das kannst du nicht, er ist ja schon in der Lava. Oder ihn da quasi rauszuziehen, wenn der Molten Magma Roper tot ist. Nee, du kannst ihn halt nicht rausziehen oder festhalten, wenn du attackst oder so. Achso, das meinst du, du könntest da stehen bleiben und müsstest versuchen, könntest ihn greifen, den Hals von Hestal, und könntest als Ready Action quasi einen Zug hochziehen, aber das Problem ist ja, beendet Hestal seinen Zug da unten drinne. Du kannst halt danach erstmal seinen eigenen Zug. Ja, nachdenken. Okay, musst du von ausgehen. Du könntest ihn packen und versuchen, als Ready Action rauszuziehen, wenn der Molten Magma Roper tot ist. Wäre eine Möglichkeit. Das wäre eine Action. Wäre dann tatsächlich eine Action, weil du dann ja quasi den als Aktion, du musst ihn als Angriffsaktion ja grappeln, dein eigenes Pet. Das ist richtig. Und wie also, wäre es mit einem Contested Check, wenn ich Hestal grappeln würde, weil Hestal wird es den vermutlich automatisch wählen, um dann Hestal rauszuziehen? Du könntest, ich würde zulassen, dass du anstelle von Hestal den Athletics Check machst gegen den Grapple. Das wäre okay. Also der hat ja ein DC, um das Grapple zu beenden, und wenn du sagst, ich ziehe ihn raus, ich mach das, dann würde ich das zulassen, dass du anstelle von Hestal den Check machst. Athletics oder Acrobatics? Athletics, das ist stärker. Ich bin gerade hin und her gerissen, wie ich das am dümmsten mache. So oder so würde ich allerdings erstmal als Bonusaktion gerne einen Zauber wirken wollen. Auf den Roper. Und zwar nochmal einen Lightning Lure. Ja. Der macht einen Save. Ja, der darf erstmal einen Save würfeln. Den er geschafft hat. Dann kriegt er keinen Schaden. Ja. Das ist bedauerlich. Sehr bedauerlich. Okay. Ich habe ja zwei Attack Actions pro Zug. Dann würde ich gerne Hestal versuchen rauszuziehen. Ich habe leider keine Bardic Inspiration, die muss ich mir austragen, die ist ja verfallen. Naja, du hast zwei Attack Actions pro Zug, genau. Du kannst ihn zwar grappeln, aber wenn du den DC machst, ist das eine Aktion, dann ist das eine Escape Action. Ne? Also, du kannst den nicht zweimal machen. Okay. Ja, Lightning Lure ist ein Zauber. Ja, er meint aber eigentlich weil du sagtest als Bonus-Action. Ja, es ist ein Cantrip, den ich auf einer Bonus-Aktion machen kann. Genau, es gibt Fähigkeiten, die das können. Okay, ich würde für meine Aktion versuchen, Hestal dort rauszuziehen. Okay. Athletik. Das reicht nicht. Nimael? Ich möchte gerne meine Inspiration opfern, dass er nochmal würfeln darf. Das ist okay. Du darfst nochmal würfeln. Ich habe mir die Inspiration monatelang aufgehoben. Würfel nochmal und hol Hestal da raus, komm. Nein. Ist schlechter geworden. Oh nein. Weißt du, was viel trauriger ist mit Rocktest? Du hast die Nummer 1 beim ersten Mal nicht geschafft. Oh, ist das unlucky. Ja, ist halt leider so. Aber den Defender wiederzuholen ist nicht so schwer. Es geht ums Prinzip. Außerdem geht es ums Prinzip, weil das ist etwas, was ich selber gebaut habe. Ich finde, das hier, das ist in Character, ist das ein richtig gutes Rollenplay. Ja. Das ist richtig schön immersiv. Okay, dann wäre Hestal dran. Dann ist Hestal dran. Und Hestal würde ebenfalls versuchen, sich rauszuholen. Dann mach einen Stärkewurf mit Hestal. Das Pferd will da raus. Never. Das Pferd will auf jeden Fall raus. Und das Pferd kommt auch raus, tatsächlich. Dann läuft das Pferd mal hier hin. Also, so. Moment. So gezogen von Mitroktis kommt Hestal da doch noch irgendwie raus. Und ich würde jetzt, falls der nochmal vorhat, irgendwas an meinem Hestal irgendwas zu machen, da werfe ich mich dazwischen, auch wenn ich das regeltechnisch nicht kann. Er ist dran.
Der macht erstmal seine Angriffe wieder. Beziehungsweise, der nutzt erstmal sein Movement. Wie viel hat er denn? 10. Also, der luckelt ein bisschen unter Wasser. Der geht mal eben hier so hin. Da dürfen Opportunity Attacks gemacht werden. Von Amelia und von Mildoctis. Oh, Schlacht ihn ab. Wenn Sie es möchten. War nicht in Reichweite. Ja, du warst nicht in Reichweite. Nee, ich weiß ja nicht. Amelia darf halt, ne? Amelia, du darfst. Ja, und dann nehme ich natürlich einen Booming Blade, weil ich Warcast habe. Ja, natürlich. Zack. Oh! Warum kritisst du jetzt auf den? Ja, weil, keine Ahnung, meine guten Würfe irgendwie jetzt endlich mal in meine Angriffe gehen. Mein Kind, so, ich habe nichts anderes erwartet. Ey, schau mir hier nicht den Erfolg, nur weil du Mutti bist. Das machen wir auch immer ganz gerne. Also, dieser ganze Encounter ist leichter geworden, weil euch 2 Crits gerettet haben. Dieser ganze Encounter ist leichter geworden, weil ich 2-mal gekrittet habe, kein Geschenk. Ja. Ja, noch ganz ehrlich, ich glaube, ich hätte das auf Dauer nicht überlebt. Der hätte jetzt auch tatsächlich, wäre nach hinten gegangen und hätte euch wieder versucht rüberzuziehen und hätte euch in die Lava wieder gezogen. Und der hätte das die ganze Zeit versucht. Der hätte euch versucht, die ganze Zeit über die Lava zu killen. Ja, frecher Bastard. Ja. Ich sag's mal so, wäre nach der ersten Runde nicht direkt Zalle, bin ich direkt rausgegangen, hätte ich in der zweiten Runde angefangen, ihm daraus zu helfen. Ja. Nun. Das war ja sehr nicht gut. Auf die Schnelle würde ich fragen, wollen wir das Ding klopfen? Also gegenhauen? Siehst du einen anderen Weg hier raus? Dann würde ich mit meiner Hand dagegen hauen. Gegen den Gong? Ja. Ja, da erscheint ein vibrierender Ton. Und ihr merkt halt, der ist so laut. Das hört man durch die ganze Ebene hier. Würde wieder Mending auf Hestal casten wollen, währenddessen. Ja, also das Grading kannst du hochheilen, es passiert nichts. Also ihr könnt da eine Stunde stehen und es passiert nichts. Ernsthaft. Ja, cool. Also ich glaube, wir haben gerade geklingelt. Ja, und wie geht's jetzt weiter? Ich würde mal weiterlaufen, wenn die anderen da rumstehen und sich das Ding noch angucken und einfach mal gucken, ob hier irgendwie am Rand hinten irgendwie was ist. Machen wir mal einen Wurf auf Wahrnehmung. Dann mit Vorteil. Nichts Auffälliges. Ja, dann bin ich mich wieder umdrehen. Ist ja damit teilen, dass ich gesehen habe. Vielleicht bei der Grube, wo wir waren? Das Feuer, was da ist, ne? Das wollte ich vorhin eigentlich schon fragen, aber da haben wir es ausgespielt. Dieses Feuer, was da ist, leuchtet, ist das eigentlich einfach nur eine Flamme, die da einfach wirklich auf dem Boden ist? Nee, das ist tatsächlich, das war so ein Lagerfeuer, weil da hat der Riese ja geschlafen. Ah, okay. Ja, das ist. Und dem ist es noch nicht warm genug hier unten. Nö. Wird mal anfangen, aufgrund dessen, was Fina gesagt hat, hier entlang zu laufen und dabei die Wände zu untersuchen. Also das ist tatsächlich, also wie so ein Lagerfeuer, ne? Also das ist schon ein kleiner Flammenwirbel, der da einfach im Nichts ist. Also die haben schon magisch erzeugte Flamme, die sie als Lagerfeuer nutzen. Mach mir einen Wahrnehmungswurf, wenn du da lang suchst. Okay. Also frei und markiere hier einmal das Feld, wo das Loch ist. Ich wieder, sehr vorsichtig, weil da will ich nicht noch machen. Für dich ist da nichts Auffälliges. Oder hat dir jemand geholfen? Da weiß wollte nicht. Ich eigentlich fragen, ob ich helfen darf, aber ja, ich dachte du. So im anderen Moment. Ja, möchte da sonst noch jemand irgendwie hier die Gegend absuchen? Weil sonst machen wir daraus jetzt einen Gruppencheck. Ja, ich habe meinen Check gemacht. Nichts. Du hast deinen Check gemacht, ja. Würfelt ihr? Ja, dann könnten wir auch machen wir einen Gruppencheck draus. Wahrnehmung? Ja. Fina, dein Wurf ist jetzt entscheidend. Ah, hast du Glück. 2 hatten es nämlich geschafft, einer nicht. Ich habe jetzt deinen Wurf am Meer nämlich mitgezählt, ne? Mhm. Und Fina hat es dann geschafft. Fina und Shiva, ihr bemerkt eine Kleinigkeit. Und zwar ist in dem Bereich hier oben ein Luftzug zu spüren. Ich kann das so anschauen.
Spürst du das auch? Ja, also. Ach. Vielleicht so ein bisschen schweflig. Würde dann einmal den Panzerhandschuh ausziehen, den Fingern lenken und dann einmal quasi nochmal so die Wand entlang gehen, um diesen Luftzug besser zu spüren. Da merkst du, dass da so eine kleine Griffe drin sind, als ob man da lang klettern könnte. Und während, wenn du das so ein bisschen so nachgehst und ein bisschen hochkletterst, diesen kleinen Gang, siehst du, dass die Wand, das habt ihr von unten gar nicht gesehen, optisch so getäuscht ist, dass sie zwar gerade aussieht, aber oben schräg reingeht und in einen, so, wie so ein, wie so eine Wand einfach, dass du drüber klettern kannst. Heute? Ich glaube, wir haben es gefunden. Kann man hoch? Und würde sich dann hochziehen? Hm. Und du siehst, das ist so ein Schräggang, den du so hochklettern kannst. Ich würde so ein bisschen helfen von unten. Ja, dann würde ich den hochkraxeln. Hm. Dann passiert nämlich was, dass ihr was seht. Ich muss nur mal eben kurz was überprüfen. Ja, okay. Ich mache eben. Ja, ich weiß. Ich musste nur eben was gucken. Schwarze Farbe ist, glaube ich, nicht so gut. Ja. So. Ja, nee, da kannst du nichts sehen. Ach so. Weil, weil auch da ist so, das ist so ein Gang, der abgeht. Nach unten weg. Da ist nur ein Loch, tatsächlich. Da siehst du nur ein Loch. Den anderen Gang, der da. Du siehst zwar, dass da irgendwie ein Loch ist, aber du kannst nicht durchgucken durch den Gang, also östlich da. Weil der fällt wieder ab. Also ihr seid hochgeklettert, kommt in so eine Kammer und da geht's halt wieder schräg runter. Müsstet ihr da schon rantreten. So, ich lese jetzt aber erstmal durch. Der steile Gang öffnet sich zu einer Kammer mit einem nach oben gefüllten Boden. Eine große Anzahl an humanoiden Schädeln, die meisten von ihnen versenkt und verkohlt, wurden in Nischen in der Wand gestopft. Viele von ihnen stehen in Flammen, jede in einer anderen Farbe und tauchen die Kammer in ein bizarres Licht. Übrigens merkt ihr auch, dass es hier dass es wärmer wird, ne? Also die Luft wird hier wärmer und ist etwas unangenehmer. Frage, schafft Hester das da alleine hoch oder müsste man Hester helfen? Hester wäre da nicht einfach so hochgekommen, den hätte ich da hochziehen müssen. Weil dann hätte ich nämlich geholfen. Ich hätte vielleicht dann Hester in meine Bag of Holding gepackt. Oder so. Weil du musst nicht atmen. Das ging schon mal. Jetzt hätte ich einen Seil rausgeholt. Fina. Gehst du da weiter? Ja, ich muss ja den anderen Platz machen. Mhm. Du betrittst diesen Raum, ne? Und da machst du mir bitte einen Konstitutionsrettungswurf. Ja. Okay, hast du geschafft. Dann nimmst du nur 5 Poison Damage. Du merkst nämlich, dass es herrscht ein ziemliches Gas in diesem Raum. Das merkst du jetzt erst, als du reingetreten bist. Und als du dann dieses in diesem Gas landest. Hat sie nicht Vorteil wegen Hero Feast? Ich hab doch gesagt, er hat's geschafft. Hörst du mir zu? So, sorry. Außerdem hast du Vorteile gegen vergiftet werden, nicht gegen Gift. Und deswegen nimmst du nämlich nur 5 Poison Damage. So. Sie würde husten und sagen, stell durch. Und dann würde sie versuchen, hier durchzukriechen. Nicht die Luft anzuhalten, weil sie keinen tiefen Atemzug hier drinnen nehmen will. Wo möchtest du denn hinkriechen? Zum abfallenden Gang. Zum abfallenden Gang. Ja, da kannst du hinkriechen, genau. Dann kannst du da runterschauen und dann siehst du auf jeden Fall was. Wo ich gleich zukomme. Ich möchte jetzt eben einmal wissen. Timo, wir sind immun gegen Gift durch Hero Feast. Komplett immun? Ich dachte, gegen den Zustand vergiftet. The creature is cured of all diseases and poison, becomes immune to poison and being frightened. Achso, okay, nee, alles gut. Ja, dann hat sich das erledigt.
Ich würde auch sagen, der Spell war doch gut. Nö, ich hatte nur gedacht, das wäre der Zustand vergiftet. Okay. Ja, aber sie würde trotzdem das unangenehme. Nee, dann passt das. Nee, dann darfst du dir die 5 Schaden wieder zupacken. Alles gut. Sieht wieder sehr einladend aus. Ja. Ich würde Hestal für eine Aktion wieder rausholen. Hm. Wird dann hier hingehen. Ja, pass auf, ich lese mal eben erstmal vor. Einmal abwarten. Der Gang öffnet sich über ein Lavabecken, dessen Oberfläche sich 9 Meter tiefer befindet. Ein Laufsteg aus Metall hängt 3 Meter unter der Decke, gehalten von Eisenketten, und stellt eine Verbindung zu einem Tunnel auf der anderen Seite her. Ebenso wie zu einer Steinsäule, die aufs Magma emporragt. Der Laufsteg führt durch ein Loch in der Säule hindurch. In der Lava weiter unten gleiten und planschen schlangenartige Kreaturen. Im Süden fließt Lava in das Becken, bevor die Strömung sie weiter zu einem Kanal im Norden fließen lässt. Ja. Schlangenartige Kreaturen. Hm. Das ist etwa Salamander. Wie gehört, das ist 9 Meter tiefer, ne? Ja. Und die schwimmen da so rum. Wie groß sehen die denn aus? Die sehen schon größer aus. Also so groß wie ihr auf jeden Fall und manche auch größer. Ja, es hilft ja alles nichts. Passt aber auf. Ja. Das Metall sieht aber nicht aus, als würde es glühen, oder? Nein. Ich würde mich ganz gerne... Kommt man so auf das Metallgitter oder muss man sich da drauf fallen lassen? Nee, da könntest du so rüberlaufen. Also, ne? Da würde ich mich einfach versuchen wollen, rüber zu schleichen. Mach mal einen Wurf auf Heimlichkeiten mit Nachteil. Wegen dem Metall, auf den ich laufe. Nee, ja. weil das durchsichtig ist. Du versuchst durch etwas zu schleichen, wo man einfach durchgucken kann. Das auch. Okay, ja, dann beginnst du. Schleichen bedeutet doch immer tatsächlich nur halbes Movement. Dann in dem Fall, weil du versuchst ja leise zu sein. Okay, dann müssen wir mal tatsächlich Turnorder-technisch uns bewegen. Weil die nämlich dich bemerken und anfangen, Sachen nach dir zu schmeißen. Und deswegen... Nice. Die Konsole ist am Start. Zack, ich deck mal eben 2 Stück auf. Ich wusste, dass Salamander sind. Ja, da sind aber ein paar mehr. Ich habe jetzt nur eben einmal 2 Stück wegen Initiative und so. Zack, Shiva. Du. Ja. Also, der Punkt ist, theoretisch würdet ihr erst reagieren, nachdem die einmal reagiert haben. Weil, wenn er anfängt zu schleichen, sie würden dann anfangen... dann würdet ihr sehen, dass halt Speere von unten auf ihn geworfen werden. Und dann würde die Turnorder ja erst aufgehen. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, ne? Ja, ist okay. Das heißt, da sind... hier. Hier geht. Das sind 2 Attacks. Du hast eine Rüstungsklasse, Fina, von... 18. Dann wirst du 2-mal getroffen. Da sind ja noch mehr. Genau, du siehst, dass 4 von den Dingern kommen. Du wirst 2-mal getroffen. Einmal für 10 Piercing und 5 Feuerschaden. Und einmal für 9 Piercing und 6 Feuerschaden. Und von hinten kommen noch welche angefahren. Du siehst, dass das halt sich einige bereit machen. Die anderen unten... okay, so, die können nicht angreifen. Okay, dann würden die... Wie viel Reichweite haben die? 60 Fuß. Die... Ja, das sind 30 Fuß. Ich muss mal eben einmal ganz kurz abmessen. Okay. Tatsächlich kann noch der 3. von den 4 angreifen. Mit seinen er wirft mit den Speeren. Das heißt, du wirst nochmal getroffen. Für 8 Piercing und 3 Feuerschaden. Und dann decke ich euch die 4 mal eben auf, die da sind. Und den ganzen anderen Rest kann ich halt auch.
Das seht ihr ja. Und dann beginnt die Turnorder. Ist das ein bisschen tiefer? Das ist 30 Fuß runter. Okay, kann ich an Fina vorbeirennen? Du kannst an ihr vorbei, ja. Du darfst ja durch freundliche Einheiten durch, hatten wir ja gesagt. Weil dann würde ich bis hierhin dashen wollen. Mhm. Kannst du? Ich versuche das ein bisschen, Du versuchst da Deckung zu nehmen. Genau. Mhm, ist okay. Das geht da übrigens aber ein bisschen runter, ne? Okay. Ich schau mal eben ganz kurz. Das war nämlich die Frage, dass wenn ich da stehe, ob ich da erstmal safe bin irgendwie oder ob die da einfach zu mir rüberlaufen. Also, die könnten theoretisch da versuchen hochzuklettern. Das ist ein bisschen erhöht hier, aber du kannst davon ausgehen, dass wenn du da durch bist, wirst du wahrscheinlich in Ruhe gelassen werden, weil... Okay. Bei deiner passiven Wahrnehmung, die du hast... Könntest du dir vorstellen, dass das, also das sieht aus wie so ein, ja, du siehst halt irgendwo auch so Bereiche, wo die besonders gesondert stehen. Also du würdest jetzt fast abschätzen, dass das hier eher sowas wie eine Brutstätte ist und die deswegen wahrscheinlich eher auf Verteidigung aus sind als auf Angriff. Darf ich das als Bonusaktion den anderen sagen? Du darfst es gerne sagen. Dann würde ich den anderen sagen, lass uns hier schnell vorbei, das ist eher eine Brutstätte. Amelia. Tja, Run. Mit Dash. Mhm. Okay, bleibe ich dort stehen oder teleportiere ich mich den Rest? Ich bleibe dort stehen. Okay, dann sind die dran. Zwei werfen wieder nach Fina, wovon einer dich trifft für 12 Piercing und 6 Feuer. Und die anderen zwei werfen nach Amelia. Da ist ein Crit bei. Ja, ist wirkungslos. Ich habe Adamantium Armor. Nee, ich meine nur, den kannst du nicht shielden, darum geht's. Ja, ja, alles gut. Aber ich wollte ihm sagen, dass der halt vom Schaden her. Ja, ist okay. Ist. Das sind 9 Piercing und 3 Feuer. Mhm. Und da wäre noch ein Treffer bei. Den nehme ich auch. 6 Piercing und 1 Feuer. Und dann war's das mit ihrem Zug. McDoctors. Ja, ich muss mal kurz abmessen, wie weit ich mit Dash kommen würde. Okay, dorthin. Ja, McDoctors würde gerne beginnen zu dashen. Mhm. Bisschen hin und dabei den Wesen auf Ignan zu rufen. Nachdem ich ja gehört habe, dass das eine Brutstätte ist. Mhm. Wir wollen nur durchgehen, wir wollen euch nichts tun, wir wollen nur durchgehen, bitte! Machen wir mal einen Wurf auf Überzeugen. Mhm. Okay. Ja, und Fina. Achso, Hester, Entschuldigung. Hester bewegt sich. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass er sich nur bewegt, deswegen. Ja, ich muss nur gucken, wie weit Hester tatsächlich kommt. Der kann nämlich weiter dashen. Der hat nämlich 40 Fuß Base Movement Speed und würde tatsächlich bis hier hinkommen. Okay. Fina. Ja. Ich würde dashen. Mhm. Bis hier hin. Okay. Dann decke ich dir schon mal den Raum auf. Und ich würde meine Bonusaktion Ja, warte. Ich zeig dir in den Raum. Ändert trotzdem nichts daran, dass ich meine Bonusaktion erstmal für Durchatmen nutzen möchte. Ja, ich bin mal so frei, ich mach das hier mal eben auf. Du kannst ja ein bisschen weiter gucken. Mhm. Und ich muss da Leute zuwürfeln. Das ist Sullivan, du bist rein, weil die anderen machen nichts. Machen nichts, Ja, die kleinen Viecher machen nichts, die kommen ja nicht an euch ran. Ach so, ich würde auch dashen.
und würde mir die Salamanders angucken, ob die ihre. Also ich würde ohne Waffen dadurch laufen. Mhm. Und wirklich sagen, auch auf Ignal, wir wollen hier wirklich nur durch, wir wollen euch per se nichts Böses. Okay. Versprochen. Nektroxis hatte vorhin versehentlich überzeugend zweimal gewürfelt. Dadurch zähle ich jetzt den zweiten, weil du hast dadurch nachträglich Vorteil gekriegt. Oh, und Scheiße, hab ich nicht bemerkt. Alles okay. Gut, aber dadurch, dass er das auch sagt und das deswegen, seht ihr, wie die halt anfangen unterzutauchen und euch halt nur beobachten, aber die nehmen erstmal die Waffen runter. Shiva. Ja. Shiva will weiter. Shiva möchte weiter. Plätsch. Noch weiter kann ich leider nicht. Mhm. Dann Amelia. Joa. Ich sehe das ja, dass die auch alle untertauchen. Mhm. Ziehe entspannt die beiden Speere, die in mir stecken, aus mir raus. und laufe dann einfach mal weiter bis nach hier. Mhm. Und dann sehe ich die da oben, ja, ne? Genau, dann siehst du die da oben. Die gerade dabei sind, ihre Waffen zu ziehen. Mhm. Haben wir schon mal ein Handout von diesem Feuerkapuzen-Typen da bekommen? Weiß ich nicht, ich gebe es euch einfach nochmal. Den hast du doch vorhin gekämpft? Nein, er fragte ja, nach dem Handout. Ich weiß, aber der war so schnell tot. Der war so schnell tot, dass ich nicht mehr danach gefragt habe. Ja, hat er dir schon mal gekriegt. Ah, die sind das, okay, danke. Es geht ja immer um das Aussehen, das entscheidet nämlich, auf welche Person ich gehen möchte. Klar. Also du weißt, dass die auf jeden Fall eher die Caster sind. Mhm. Joa. Mene müsste. Ah nee, ich kann nicht so viele Zauber nutzen. Ich muss ihm kurz abmessen und dann entscheide ich, ob ich das mache. Mhm. Sieh, ich mache das. Ich caste Quick and Haste auf mich. Ja. Das verdoppelt mein Movement Speed und ich habe eine Hasted Action. Und benutze meine Hasted Action zum Dashen. Und gehe. Erstmal, warte, ich gucke mir kurz. Warte, ich mir kurz nach da, dann ziehe ich mir kurz die Karte nach oben. Eine 35 Fuß Movement. Ich glaube, das sind ja Säulen hier drin, ne? Das sind Säulen, genau. Das sind so Steinsäulen. Okay, ich kann ja schon von hier aus direkt nach links gucken, ne? Warte. Was sehe ich denn da? Achso gut, ich lese mal dir ganz... Ja, ich mache eben kurz die Raumbeschreibung, ne? Basaltsäulen sind das, steigen von dem glasartigen Boden dieser runden Höhle auf und eine glatte Kuppeldeckel zu stützen. Nischen, die in den Säulen eingemeißelt wurden, beherbergen tanzende Flammen, die kupferfarbene Wandteppich beleuchten. Jeder Wandteppich zeigt das Symbol des Feuerkults. Von einem breiten Tunnelausgang steht ein Podest mit einem Altar darauf. Vor dem Altar knien drei Kultisten, zwei in Roben und einer in Rüstung. Im Norden und Süden sind kleinere Kammern, die sich an den Schrein anschließen. Ein mit Ornamenten geschmückter Paravan schirmt die Sicht Richtung Norden ab, den habe ich euch trotzdem aufgemacht. Der südliche Raum ist rund und verschwenderisch dekoriert. Was du da drinnen siehst, ist lustig, weil es zumindest ein von euch freuen wird oder auch eben nicht. Da ist nämlich eine Person. Nein. Das war so eine sexy Idee. Ja. Und ihr kennt den, natürlich. Ihr habt den oben schon mal gesehen. Da ist Azathiel. Ja, gut, das ist Midroctis Gegner, den kann er sich kümmern. Viel Spaß. ich sorge dafür, dass er nicht fliegen kann. Ich gehe nach da oben und tag mal alle anderen. Und dann drehe ich mich zu dem links neben mir und dann hau ich dem mit Booming Blade hoffentlich aus dem Leben. Den da. Der links neben mir ist. Der Priester. Der Priester, der nimmt. Das war doch ein schöner Schlag. Da blitzt der und ich trage mir mal eben alle Sachen ein, die relevant sind für Haste. Jawohl. Dann ist der auch dran. Was macht der denn jetzt? Ja, eigentlich machen die nichts anderes. Die beiden fangen an zu zaubern. Ich guck mal eben. Ja, ist das? Ich guck eben, ob er eine Materialkomponente hat. Ja, der hat tatsächlich eine Materialkomponente. Du siehst, dass er so ein Stück Leder rausholt. Das ist okay.
Und dann machen die beiden Zauber und dann kommt so ein bisschen Feuer um die drumherum und dann sind die fertig mit dem Zug. Die machen nix. Ja. Mitwirkt es. Ja, ich weiß ja noch nichts von Azathiel. Nee, noch nicht. ja, Mitroktis läuft dann mal weiter, nickt den Wesen dabei nochmal zu. Also ich fuß sieht dann auch die Kultisten, denkt sich nur, oh je. Läuft weitere 30 Fuß und ich glaube, dann kann ich ihn sehen. Du läufst rein und dann hörst du nur so, na, wenn da nicht mein Hündchen zu mir zurückkommt. Ich drehe mich um. Und du siehst Azathiel, wie er auf so einem Divan sitzt und sein Krummschwert da in der Hand hat und dich einfach nur angrinst. Auf welcher Sprache hat er gesprochen? Natürlich hat er auf Ignal gesprochen. Auf Ignan. Würde ich das so wahrnehmen wie Plattdeutsch? Ja, genau. Welche Primordial kann. Genau. Ich wahrscheinlich nicht mit kriegen können, oder? Nee, du bist zu weit weg, das ist zu laut. Okay. Ich würde dann meine beiden Waffen tatsächlich ziehen, ihn angucken und sagen, auf Ignan, heute ist der Tag der Abrechnung, Azathiel! Und dabei werde ich dann gerne als Bonusaktion groß werden. Jawohl. Fina. Halt. Achso, entschuldige. Hestal. Hestal, ja. Ich vergesse Hestal immer, entschuldige. Weißt du, was wir in Zukunft machen einfach? Ich schmeiß Hestal mit in die Initiative und pack den immer direkt hinter dir. Das ist sehr gut. Dann kann ich ihn nicht vergessen. Dann würde Hestal mal hier hinkommen und dodgen. Ja. Dann ist Fina. Das mache ich jetzt auch. Ich packe ihn jetzt ad turn und dann du bist dran, Weiner. Ich würde mal kurz was gucken. Wie weit ist die Reichweite meiner Armbrust? 400 Fuß. Ja. Dann würde ich auf den da oben schießen wollen. Wer möchtest du den da oben? Den Priester, den anderen. Ja. Eins. Ich hab Nachteile. Der ist ja gleich neben dem linken. Der trifft. Und zwei. Der trifft nicht. Der zerspringt an so einer kleinen Feuerwand. Das war's? Bonusaktion, ich würde einen Heiltrank trinken. Gut. Der Dude ist dran. Der denkt, ja, gut, der hat gehört, was Azathiel gesagt hat. Denkt sich auch, okay, sollen die beiden das mal unter sich ausmachen? Nimmt seinen Speer und schaut Richtung Amelia. Und. Oh, gerne tun. Würde ich gerade 23 Amok lassen. Denn würde er dich treffen? Ja, ich stiehle dich. Ich möchte echt nicht die Kosten treffen. Okay, du stiehlst? Mhm. Okay, dann trifft er dich nicht, weil er hat nämlich genau eine 23 gewürfelt. Das war sein Zug. Dann ist Azathiel dran, der jetzt gemütlich zu McDoctis hinläuft. Bastard. Auf den ersten Angriff gegen mich hat er Nachteil. Mhm. Sein Skimmentar in die Hand nimmt, es so ein bisschen hin und her wühlt und denkst so, Und mit dem ersten trifft er nicht, der zweite trifft dich. Vielleicht mache ich was. Nein, er trifft nicht. Gut, du bekommst 14 Slashing Damage und 11 Feuerschaden. Also 19 insgesamt. Naja, Feuerschaden. Ja, du hast mir halt schon schreibiert. Ja, ich war gerade kurz. Ich so, hä? Ja, okay. Ja, 19 insgesamt. Ich bin schneller. Sorry, tut mir leid. Nein, die Mathe um diese Uhrzeit überfordert mich manchmal. Alles gut. Und dann gucke ich eben, ob er noch eine Bonusaktion hat. Nö. Sullivan. Nö. Dann gehe ich dahin, sehe, oh, da ist eine Nemesis. dann mische ich mich ein, wenn es nötig wird. Sagen wir es mal so.
Ja, ihr wollt ihn das machen lassen, ne? Kann ich den Typen nur erkennen? Ja, den kannst du sehen. Gut, dann darf er mir einen Save machen. Lass mich gucken, was es war. Ah, kacke, das war ein Spell Attack. Was wolltest du denn? Ich wollte Shield Touch machen. Mhm. Das wäre ein Safe. Das hat der Half-Cover, ne? Nee, der hat tatsächlich, weil, oder? Guck mal eben, ist Hester da auch noch mit zwischendrin? Du musst halt gucken, dass du durchziehst. Nee, Hester ist zum Glück nicht mit drin. Dann hat er Dreiviertel-Cover sogar. Dann lasse ich das tatsächlich sein. Und würde einfach hier hin dashen. Okay, ja. Dann wäre Shiva. Die, wenn sie vorgeht, das auch endlich sehen kann. Ja. Das voll, ist voller Ausmaß. Ja. Und. Ich kenne Sullivan. Ich kenne jetzt schon ein bisschen Fina. Ich weiß, Fina bleibt hinten. Ich weiß, Sullivan werde ich nicht hinten halten können. Das heißt, ich werde zu Sullivan hingehen und ihm nochmal die Hand auf die Schulter legen. Er kriegt er erstmal nochmal eine kleine Heilung. 6 Heilung. Und ich würde ganz gerne dann als Bonusaktion mit Dorkis noch ein paar Worte zu rufen. Und zwar, du schaffst das, ich glaube an dich. Und ich hoffe, dass er sich dadurch ein bisschen inspiriert fühlt. Dankeschön. Dann weiß ich nur kurz ab, wie viel ich jetzt gelaufen bin. Das passt. Dann wäre Amelia. Joa, Amelia ist eine Quick. Eine Quick Girl. Ja, komm, erstmal pieksen wir den netten Priester neben mir. Jawohl. Pieks. Das ist ein Treffer. Das sind so viel. Dann Hasted Action, Pieks ohne Booming Blade ausnahmsweise mal. Aber nur heute ausnahmsweise mal. Auch das ist ein Treffer. Oh, das war einer zu wenig, so. Okay. Ja, komm, wir probieren es nochmal. Bonusaktion Quickened Booming Blade. Pieks Nummer 3. Auch auf den unten, ne? Ja, immer auf den gleichen. Dann ist der tatsächlich tot. Wunderbar, das war mein Zug. Der da oben ist dran. Der beginnt zu zaubern. Und du kannst sehen, dass der Fledermaus Scheiße in die Hand nimmt. Ich würde das Gang auswählen. Okay. Allein diese Aussage reicht schon, ne? Gut. Die nehme ich raus. Wir können uns gerade keinen AOE-Schaden leisten. Mit Rocktes, du bist dran. Also der würde noch ein bisschen nach hinten gehen, ne? Also, aber. Ist das alles, was du drauf hast, Asatil? Weiterhin auf Ignan. Und dann wird auf Asatil tatsächlich eingeschlagen. Mit der Aktion. Erstmal. Hiermit. Dann der zweite Angriff. Trifft ihn da was? Gut, ich guck mal eben. Der allererste trifft. Okay. Als Bonusaktion würde ich dann gerne wieder die Hill Rune aktivieren. Was macht die noch? Ah, das war die Resistance gibt, ne? Richtig, genau. Okay. Dann, guck mal, ist Hestal. Yay! Ja, und Hestal wird dann mal ebenfalls mit den Hufen ausholen. Asatil. Okay. Das ist ein Treffer. Yay. Ich auf 9, minus 9. Okay, das war's. Fürs Erste. Fina. So. Ja, ich allerhöchstens
auf Mitrok schießen kann, da der Gang vollgepackt ist, würde ich was anderes machen. Ich würde auf meine Armbrust gerne Darkness wirken. Ja. Und ich verpasse mir einfach meine 15 Fuß Aura. Okay. Ja, ich mach die mal so. Ich mach die für alle sichtbar. Ach Quatsch, nicht den Charakterbogen auf, den Token muss ich aufrufen. Das war's schon? Ja, das war meine Aktion. Gut, dann könnt ihr da, wo der Aura ist, nichts mehr sehen. Der ist dran. Der denkt sich weiter, okay, Azathiel macht das da unten schon. Drei Angriffe auf das Viech da, auf die komische Tante vor ihm, aber alle drei gehen daneben. Komische Tante, das verbitte ich. So, dann ist Azathiel dran und Azathiel beginnt zu zaubern, ohne Materialkomponenten. Okay. Tut er das wohl? Zauber geht durch. Ja. Und er guckt nur und sagt so, Mikdrock, das Hühnchen, das was... Ihr glaubt immer, ihr könnt mich überragen. Und er wird, groß. So ein richtiger Dick-Move, ey. Wenn wir die nochmal größer werden, das Doppelte. Sullivan. Das ist jetzt so ein richtiger Dick-Move von ihm gewesen. Ja, aber... Aha. Helft mal unserer guten Amelia. Den Typen dazu verdreschen. Je früher, desto besser. Bonus Action Radiant. Ja. Dann hau ich einen Vorteil auf. Wie bitte? Ja, das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Ich wollte gerade sagen, denk an Vorteil. Bam! Yeah, das sind 14, 17, ja. Und bam! Wow, legit 2 Damage mehr! Hey, aber mehr ist mehr. Ja, und dann haut mein Wächter auf den Zauberer oben. Ja. Oh, sorry, nee, der hat keinen Vorteil. Ja, dann trifft er nicht. Ja. Okay. Das war's, oder? Will ich mich in das Duell einmischen? Du hast als Bonus-Action mein Radiant genutzt. Ach, ja, mein, stimmt, ja. Dann geht's sowieso nicht. Ja, deswegen sag ich ja, das war's. Shiva. Shiva macht Sneaky Sneaky. Bloß weg hier. Nee, bloß weg hier. Und dann bekommt Amelia eine Bardic. Jawohl. Eine Bardic. Das war's? Eine Bardic. Ja, da kommen liebe Worte. Amelia. Amelia. Die nutzt natürlich auch diesen Vorteil aus. Auch wenn sie den Priester oben sehr schief aus dem Augenwinkel anguckt. Okay, das ist ein Treffer, dank dem Vorteil. 16, 24, habe ich richtig gerechnet? Ja, ist egal. Ja, du. Nee, 22. 22 nur. Siehst du, ich habe mich schon verrechnet. Gut, das und dann das da. Genau, das sind genau. 13. Ja. Das war's? Ja, das war's. Gut, der da oben, was kann der dann noch zaubern? Der kann noch mal Fledermaus-Scheiße rausholen. Der will... Ja, der will Fireball kosten. Den Zauber habt ihr oft genug gesehen. Ihr wisst ganz genau, was das bedeutet. 5, 4, 3... Counterspell. Danke. Auf dem höheren Grad. Musst du? Ja, dann ist ja, das so. Ja, muss ich. Ich habe keine Stufe 3 Spells okay. mehr. Ist gecountert. Oh, er flucht. Er flucht. Es ist so dieser Moment, so sie steht da so... Und dann schnippst sie einfach. Wie trockt es? Ja. Ich würde ihm am liebsten jetzt ein bisschen aufgeputscht durch Adrenalin und eventuell sogar Kampfeslust ihm zu rufen. Ihr seid vielleicht größer als ich, aber ich stehe deutlich über euch. Du kriegst nur so ein Lächeln. So ein Dann beweist es mir. Gerade sehr trotzig, ich weiß. Ja. Zeigt mir, was ihr gelernt habt. Dann werde ich gerne mal versuchen, ihn zu verkloppen. Herr Hirseher.
So, der erste und der hier. Okay, die treffen beide tatsächlich. Und ich habe gehört, dass Enlarge ein Konzentrationsspell ist, falls es Enlarge ist. Ja, tatsächlich ist das ein Konzentrationsspell, den er aber geschafft hat. Schade. Dann kommt der zweite Angriff, der folgt auf dem Fuße. Warte, auf den ersten würde ich gern die Bardic draufwerfen. Das ist ein D10, richtig? Warte, auf den ersten? Der erste ist bei mir 20. Nee, denn, Entschuldigung, da habe ich den aus Versehen zweimal gedrückt. Ja, dann will ich da die 14 drauf. Zählt nicht, genau. Was denn? Kommt wie immer nur beim ersten. Ja, alles gut. Auch den Wurf hat er geschafft. Er bleibt so groß. Okay. Ja, und dann wird Hestal ihn nochmal hinterherrufen. Du würfelst momentan immer doppelt. Ja, ich weiß. Ja, meine Maus macht. Ja, alles gut. Ich ignoriere den zweiten einfach dann. Alles genau. Gut. Ja, er bleibt groß. Was ist das alles? Fina. Ihr wart auch schon mal besser. Ja. Alle drei Würfel sind im ersten Wurf drin. Ich sehe, da sind gerade nur zwei Personen zwischen. Du möchtest auf den da oben schießen, oder was? Ja. Ja, genau. Jetzt sind ja nicht mehr Leute dazwischen. Genau. Dann schieß mal auf den. Das ist ein Treffer. Mensch, du hast aber auch ein Trefferglück bei dir. Oh, anscheinend kein Damage-Glück, nevermind. Nee, er hat halt einfach Elven Accuracy, wie das ist halt das. Ja, beim ersten habe ich einfach nicht Sharpshooter genommen. Ja. Was ist das? Der Sharpshooter ist halt einfach. Ja, oh. Sharpshooter ist schon was Feines. Ja. Wo ist eigentlich. Warte mal eben, du hast da, du hast. 20 alle plus 4. Drei in dem. Ich frage mich gerade nur bei dem Sharpshooter, wo rechnet er denn den Schuss Mali drauf? Der ist in der Liste nämlich nicht aufgelistet. Ich sehe da nirgendwo. Ach, der ist minus 3, da. Okay, ja, danke. Ja. Alles gut. Es sind nur so viele Zahlen, dass ich das gar nicht realisiert habe. Okay, danke. Das war's? Ja. Der Typ ist dran. Jo. Er bleibt bei seinem Ziel. Amelia, du würdest getroffen werden. Jo, dann werde ich mal getroffen. 9 Piercing und 2 Feuer. Okay, mach sofort meinen Wurf. Moment. Und dann ist Azathiel dran. Geschafft. Der nach Mektroktis schlägt und trifft. Da würde ich tatsächlich gern drauf reagieren. Mhm. Eine Rune aktivieren. Beziehungsweise hat er mit Nachteil angegriffen? Mhm. Okay. Dann würde trotzdem sich die Rune aktivieren und eine Wolke sich vor Mektroktis öffnen, in die Azathiel reinschlägt und sein Gimitar oder sein Säbel kommt hier oben bei dem Typen da raus. Ja, das siehst du, aber was du siehst, ist, dass er dich anlächelt und sagt, damit habe ich gerechnet. Und dann kommt der Skimitar nach dieser Wolke tatsächlich von hinten, reißt dir einmal quer über den Rücken und du bekommst 24 Slashing Damage und 18 Feuerschaden. Okay. Yikes. Nochmal bitte, wie viel waren es insgesamt? Es waren 24 Slashing Damage und 18 Feuer. 18. Also 21 Schaden für mich. Ja. Weil ich existiere alles momentan. Ja. Ja, be happy about it. Ja. Sullivan. Hat der Kerl da oben den Schaden gefressen? Ja, den hat er teilweise gefressen. Okay. Ja, ich greife weiter auf den Kollege Schnellschuder an. Ja. Oh, das ist schick.
Entschuldige, ich bin gerade kurz hier mit meiner Frau gerade eben beschäftigt. Ja, das Timo sind... nicht im Stream. Bonus-Action hattest du genommen? Oder ja. Nicht? Okay, ja. Dann sind das 10, nehmen wir 21, ne? Ja, dann ja, zweiter Angriff. Danke. Okay. Ja, das sind, warte mal, 20, 23, und oh, der lebt noch. Der lebt noch, dann bin ich ganz ehrlich, der da, ja komm, ich will ihn tot sehen. das Denk sind auch an. Auf den, auch auf den Kollegen da, ja. Ja, der ist tot. Ja. Mach den gleich weg, gieß mal was zu trinken ein, weil trinken ist wichtig, Leute, immer dran denken, genug trinken. Yep. Ich habe den Fehler gemacht, ich habe den falschen Orangensaft gekauft. Ich mag gar keinen Orangensaft. Der hat Fruchtfleisch und ich ist mag das widerlich. Oh, das ist abart. Ja, aber ich beim Trinken merkst du. Wisst ihr, was ein richtig guter Saft ist? Den kaufe ich bei mir bei Rewe immer. Apfelbirnensaft. Oh ja. Hört sich nicht so lecker. Der ist lecker. Shiva. Ja, Shiva macht etwas, was sie sonst eigentlich nicht macht. Aber der will da die ganze Zeit zaubern. Und das mag ich nicht. Du schießt, du greifst ihn an. Ich gehe hin. Ich will ihm wehtun. Das Shiva macht mal Schaden. Also freiwillig. Ich versuche es. Das ist aber schon erwähnungswürdig. Ja, du bist so außer Übung. Ne? Du hast schon so lange das Schwert nicht mehr geschwungen, dass du halt einfach... Das zittert total. Ach ja, stimmt, der Typ explodiert. Boah, wieso hast du es gesagt, Blut? Mann! Alle in 10 Fuß um ihn herum machen ein Dex-Save. Azathiel auch? Ja, Azathiel auch. Und alle, die den DC 12 geschafft haben. Dex war das, ne? Nehmen die Hälfte davon. Digga! Das ist aber gut geworfen, ne? Ja, richtig gut geworfen. Hälfte ist 14. Ja, 14, genau. Das heißt, Azathiel nimmt auch nur 14. Und macht noch einen Save und schafft natürlich den Con-Save mit einer 25. Also bitte. Frechheit. Als ob er sich die Blöße geben lassen würde, kleiner werden als. Ich habe übrigens kurz überlegt, ob er einfach mit Druck das wieder verkleinert. Ich mach dich kleiner und mich dabei größer. Wenn Shiva sonst nichts mehr macht, ist Amelia. Ich hätte nur eine Bardic noch verteilt. An wen? An Sullivan. Okay. Amelia. Okay, der da oben lebt immer noch. Dann disengage ich mal mit meiner Hasted Action und dann zeige ich meinem Mutti, wie das geht. Okay, ich schaue ganz gut zu. Ich kann doch leider nicht flankieren, weil Shiva einfach nur hingelaufen ist. Ja, einfach ein Booming Blade dann. Ja, der ist tot. Und der explodiert mal nicht. Ausnahmsweise frech. Ja. Ja, das... Obwohl, ne, ich hab ja noch sehr viel Movement übrig. Das reicht auch locker, da komme ich noch hier hinten rum. Hab ja 60 Fuß insgesamt mit davor, also reicht locker. Würde ich mich mal so hier so hinstellen. Greif aber nicht an oder sowas und beende dann meinen Zug. Okay. Mit Proctis. Ich habe aber vermutlich trotzdem keinen Vorteil, weil... Weil Amelia zu klein ist zum Flankieren. Genau. Ja. Wenn er seine Konzentration verliert, dann ja, dann ist er flankiert. Ja, auf jeden Fall. Mitroktes Augen glühen, sein Haar sieht aus, als würde es jetzt nicht nur wie heiße Glut aussehen, sondern als wäre es bereits entfacht in Flammen und hat sein Ziel vor sich und das will er besiegt wissen, das will er tot sehen und möchte daher gerne angreifen. Ja. Da würde ich gerne meine Bardic drauf machen. Ja, würfeln. Bitte. Ein D10 war das richtig? Ja, ein D10. Ja, das trifft dann trotzdem nicht. Aber mir war trotzdem eine taktisch gute Entscheidung, weil wenn er die Konzentration verliert, flankiert er ihn dann automatisch. Ja, ja.
Und das war der erste Angriff. Ja, ich mach mal eben mein Save, aber... Oh! Bam, bam, bam! Er wird kleiner. Das Problem ist nur jetzt natürlich, okay, jetzt ist die Flankierung trotzdem weg, aber... Kommt wieder. Du schaffst es, ihn wieder zu verkleinern. Und er du hast ja doch was auf dem Kasten. Ihr habt euch wohl groß, aber eure Größe kommt nur davon, dass ihr auf dem Rücken anderer steht. Und auf deinen habe ich gut gestanden. Und jetzt brechen euch die Füße weg, weil ich nicht mehr da bin. Ihr müsst mich erstmal schlagen. So. Okay. Und Moment. Dann würde ich noch was tun. Möchte ich noch was tun? Ja, ich würde gerne durchatmen. Leute, ganz kurz. Entschuldige. Du hast jetzt ich muss ganz kurz meine Frage rausfinden vorher. Du hast jetzt angegriffen mit den beiden nochmal, ne? In der 27 und der 23. Das sind nochmal zwei Treffer. Ja. So, und die 10er waren jetzt? Nur der erste. Den zweiten kannst du ignorieren für ein Bonus-Action Second Wind. Ah, okay. Nee, ich habe gerade, ich hatte vorhin nämlich, wir waren in der Stube am Spielen gewesen und so, und da hat mich gewundert, was riecht denn so? Es roch so eklig, es roch so nach benutzter Windel. Ich so, was ist denn los? Was ist denn so? Und meine Frau kam gerade an mit dem Grund. Die waren hier in Kuh an Wangerooge und hatten ja Muscheln mitgebracht. Oh. Und eine Muschel war noch geschlossen und die hatte sich jetzt geöffnet und entsprechend ihre Verwesung preisgegeben. Ah, Wangerooge ist schön. Da war ich auch. Okay. Und das. Gut. Ja. Fertig, weil ich würde mich tatsächlich dazu entschließen, etwas zu tun, was Fighter sehr gerne tun. Ich würde gerne Action searchen. Ja. Ich wundere, ich habe trotzdem schon mal auf Hester weitergedrückt, damit ich ihn gleich nicht vergesse. Du darfst Action searchen. Das erste ist ein Treffer. Ja, immerhin. Und dann darfst du noch deine zweite Angriffsaktion nutzen. Genau. Das erste trifft das zweite nicht. Ist okay. Könnt ihr sehen, wie mir Doktor jetzt langsam beginnt, wie von Zorn gepackt, immer weiter auf Azathiel einzustechen. Ja, mit seinen Waffen. Ja, du lässt deine Waffen, den Krummsäbel und den Rapier, wirklich in Sekundenschnelle auf ihn einprügeln und ihr könnt sie, wie ihr halt immer wieder schafft, weil das immer mehr den Skimitar immer wieder mal ein bisschen abzuwehren, aber dadurch halt der Rapier halt immer wieder in ihn trifft und ihm auch schon beachtlich in die Defensive drückt. Hestal ist dran. Ja. Hestal trifft nicht. Mhm. Fina. Aber Hestal wird seine Reaktion wieder benutzen, um... Davon gehe ich schon fest aus. Ja. Ich bin... Würde ich hier hochkommen? Und würde ich ihn sehen? Ja. Und Fina würde auf ihn schießen. Mit den Worten... Mitroktis, sei nicht so wie er. Du weißt, dass du Freunde hast. Okay. Du triffst und Artie guckt zu und sagt, ich wusste doch. Ihr alleine seid ihr viel zu schwach. Alleine könntet ihr mich nie besiegen. Ich würde gerne. Trifft der zweite? Ja. Dann würde ich da drauf gerne Eldritch Smite nutzen. Mhm. Dann kommt der Damage drauf und er ist ja nur huge, dann würde ich ihn gerne prone hoppen. Ja gut, das ist egal, er steht sowieso wieder auf. Ja. Das ist irrelevant. Dadurch kann aber Hester seine Reaction nicht mehr nutzen, weil hat Hester Blindside. Lass mich kurz nachgucken. Defender Dark Vision, glaube ich, ne? Ja, aber das ist ja bei Magical Darkness. Ist das egal, da brauchst du Blindsight für. Ja, dann kann Estal seine Reaktion nicht nutzen. Gut. Fina hat damit gerade die Reaktion disabled.
Was macht er denn? Was macht er denn? Er beginnt einen Zauber. Ohne Materialkomponenten. Nee. Ohne eure Magie seid ihr wohl nicht so stark. Wasser, Satil? Reagiert keiner? Gut. Zeit ist um. Er verschwindet. Und er verschwindet mit den Worten: Wenn ihr ein anständiges Duell, wenn ihr es austragen wollt, dann kommt gerne wieder zu mir, ihr Feigling. Wer ist hier der Feigling? Und aufgrund deiner Gefangenschaft kriegst du noch einen ganz kurzen telepathischen Link mit ihm. Und du kriegst tatsächlich dieses Bild von wegen so, also du kriegst dieses Gefühl vermittelt, er hätte es ausgetragen mit dir, wenn sich die anderen nicht eingemischt hätten. Es hat sich nur eine Person eingemischt. Das ist ja egal. Nicht die andere. Das ist genau. Ja egal. Das ist die Antwort, die du kriegst. Mhm. Er ist geplaneshiftet. Ich würde gerne im Zuge des Kleinerwerdens meine Waffen auf den Boden pfeffern, in die Knie gehen, die Hand über den Kopf zusammendrücken und einen wütenden Schrei loslassen. Ja. Dann würde ich direkt zu dir laufen. Ich auch. Und dir einfach die Hand auf die Schulter legen. Also jeder, der übrigens mehr als eine Light Armor trägt, darf mir bitte jetzt einen Konstitutionsrettungswurf machen. Eine Elfenchain? Ist was? Die zählt als Light, glaube ich dann, ne? Ja. Ich kann auch nur Light Simple Weapons. Nur wenn die Rüstung... Also alle, die wo die Rüstung nicht drin steht, explizit, dass sie als Light gildet, machen wir einen Wurf. Okay. Ich hätte es beenden können. Hey, beruhig dich. Okay. Du wirst einmal 10 Leben bekommen. Ihr habt alle. Er war direkt vor mir. Übrigens, ihr habt alle die Leute, ihr habt den Wurf geschafft. Es passiert nichts. Es war sehr anstrengend, es ist sehr warm, also ihr konntet die Erschöpfung vermeiden. Du wirst die Möglichkeit auch wiederbekommen. Aber du bist besser, das darfst du nicht vergessen. Rockt es? Ja. Aufstehen. Aufstehen. Rockt es atmet 2-3 Mal durch. Nick dann nimmt seine Waffen und steckt sie wieder ein, während er aufsteht. Wir sind hier gerade unterwegs für ein höheres Wohl. Und wir können uns diese Zeit für ein Duell, auch wenn es euer Ernstfeind scheint, nicht wirklich leisten. Ich weiß, er hat dir sehr viel Unrecht getan. Und ich will das jetzt nicht rechtfertigen, keineswegs. Aber... Dina hat es gesagt, wir sind hier unterwegs in einem deutlich höheren Ziel. Du wirst deine Rache noch bekommen, obwohl die Rache nicht unser Weg ist, wie du hoffentlich weißt. Ich selbst habe diesen Fehler oft genug gemacht. Weißt du, warum du besser bist als er? Weißt du das? Er schaut auf den Boden. Guck mich gefälligst an, wenn ich mit dir rede. Er guckt zu dir auf. Weißt du, warum du besser bist als er? Weil ich versuche, anderen zu helfen. Genau, weil du versuchst zu helfen und Hilfe annimmst. Jetzt reiß dich gefälligst zusammen, meine Güte! Und du hattest den Mut, von ihm wegzukommen. Ich habe eine ganz kurze Frage an euch, meine Damen und Herren. Ja? Möchtet ihr hier einen Cut setzen? Glück hat, ein sehr guter Zeitpunkt. Weil ja. Das würde sonst länger dauern, glaubt mir. Mhm. Ihr könnt ja anhand der Größe der Karte erkennen, dass der Weg nicht mehr weit ist bis zu eurem Ziel, ne? Wir haben ungefähr die Hälfte geschafft, wahrscheinlich. Ein bisschen mehr, glaube ich, würde ich jetzt so schätzen. Mehr. Also, das Ding ist, bis ich bin nicht, ob hier noch was ist, ne? Ich kann euch so viel sagen, der nächste Encounter, den ihr treffen würdet, wäre der letzte. Ah, okay, gut. Und ihr könnt davon ausgehen, dass der eine Stunde in Anspruch nehmen würde, mindestens. Mhm. Und deswegen ist meine Frage, möchtet ihr einen Cut setzen oder ja. Möchtet ihr Gefahr laufen, bis 1:30 hier zu bleiben?
Wir. Nein, ich muss nur noch arbeiten, du Witzbold. Deswegen warne ich euch vorher. Deswegen haben wir alle Nein gesagt. Ich glaube, es ist auch cineastisch. Sehr schöner Cut, ja. Deswegen ja auch. Ich finde das gerade sehr, sehr angenehm. Muss ich sagen. Ich schau mal eben, zu wen ich euch schicken kann. Wer ist denn so raid-technisch verfügbar? Eine ganze Menge ist los. Ich kann euch zu Lexi schicken. Das finde ich gut. Ja, die habe ich auch, schon an. Ich nutze die Zeit eben schnell für kleine Mädels, bis gleich. Ich muss das eben händisch eingeben, leider, weil er mir das gar nicht anzeigt. Dann schicke ich euch zu Lexi. Ich liebe es, euch zu Spielern von mir oder ehemaligen Spielern von mir zu schicken. In dem Fall zu einer Spielerin. Der lieben Moonlight.